der Einführung. Ja, ich muss sagen, Sie haben eine sehr, sehr gute Heilpraktikerin hier, die wirklich mit Herz arbeitet, mit Herz und Hirn arbeitet, viele, viele Fähigkeiten hat. Und ich danke, dass Sie sich auch Zeit nehmen heute, vielleicht für manche noch einen langen Arbeitstag hier für Fortbildung. Ich möchte Ihnen heute dieses Thema Heil mit der Kraft des Sonnenlichtes näher bringen. Es wird der Sommer kommen, wo wir die Sonne ein bisschen mehr sehen vielleicht, und einfach da die Heilkraft der Sonne mir bewusst zu werden, ist ganz entscheidend. Wer ist heute von Ihnen das erste Mal hier? Ja, okay, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Arzt und beschäftige ich mich so mit der ganzheitlichen Medizin. Unter ganzheitlich verstehe ich die Verbindung von Schulmedizin, Naturheilverfahren, Regulationsmedizin, Psychotherapie, Energiemedizin bis hin zu geistigen Heilweisen. Das ist für mich ganzheitliche Medizin, das heißt nicht ein Entweder-Oder, ein Ausschließen, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ich bin auch Notarzt und weiß, man kann Leben retten mit pharmakologischen Präparaten, mit chirurgischen Eingriffen und. Also man muss immer wissen, wo steht dieser Mensch bewusstseinsmäßig, was ist momentan aktuell und dann das Richtige auch anwenden davon. Und heute wollen wir uns sozusagen dem Licht widmen. Ein Heilmittel, Sonne, einer der natürlichsten Heilmittel, die wir haben. Und die Sonne steht ja auch im Mittelpunkt unseres Universums, also beziehungsweise unserer Galaxie, ist die Sonne der zentrale Planet, von dem wir lebensspendende Energie erhalten. Und alles dreht sich um die Sonne, und wenn wir schauen, die Sonnenenergie ist um die Grundlage für die, alles was Leben ist, kommt sozusagen aus dieser Energie heraus und wird von dieser Energie ernährt. Natürlich ist alles die Schöpfung, und diese Schöpfung ist auch die Sonne ein Teil davon, es ist für uns die zentrale Energiequelle. Und da möchte ich ein bisschen mehr sagen, wie wichtig diese Energiequelle ist und dass wir diese Energiequelle auch nützen können. Und vielleicht werden Sie diese Quelle ab heute ganz anders nützen, bewusster nützen, wenn Sie mehr davon erfahren. Ob es mineralreich ist oder Pflanzen, tierreich und Menschen, die Menschen sind, wir alle brauchen Sonnenenergie. Würden wir die Sonne auslöschen, würde alles physische Leben eliminiert werden, also auch vergehen. Also wir brauchen so diese Energiequelle. Und wenn wir schauen, was ist die Sonnenenergie? Es handelt sich hier nicht jetzt um esoterisches Wissen, sondern um ein physikalisches Wissen. Sie wissen, die meisten kennen mich, ich bin auch Techniker, ich habe vorher technische Ausbildung gemacht, Flugtechnik, dann Elektrotechnik, habe mich spezialisiert auf Medizintechnik und habe damit dann auch mein Studium verdient als Heilmasseur und haben wir damit sozusagen den Weg geebnet. Und für mich ist dann die Verbindung zwischen Technik, Physik und Quantenphysik, Medizin, das gehört einfach zusammen. Und wenn wir die Lichtenergie schauen, was ist da Energie? Licht, hier ist das gesamte Lichtspektrum, was wir physikalisch erforscht haben, aufgezeichnet von den Frequenzen her. Und nur ein kleiner Teil davon sind sichtbares Licht. Wir wissen, wir haben ja ein Licht, was vor der Sichtbarkeit ist, dann haben wir die Sichtbarkeitsphase und danach der Sichtbarkeit wieder. Und dazwischen haben wir, wenn sich das weiße Licht aufspaltet, alle Farbfrequenzen drinnen. Das ist so Lichtenergie. Und Licht unterscheiden wir auch in eine Wellenenergie, also Wellenstrahlung und Quantenstrahlung. Das ist so physikalisches Grundwissen. Das sind die beiden Dinge. Wir wissen, dass ihr Licht Wellen sind, aber zur selben Zeit auch Partikelchen sind. Ja, das sind die zwei Theorien über das Licht und die zwei Anteile von Lichtenergien. Und wenn wir die Wellenstrahlung sehen, die geben Impuls, die geben Energie und strahlen, und je nachdem werden sie reflektiert oder eben durchgelassen, gebrochen, und da gibt es also mehrere Möglichkeiten.
Und die Teilchenstrahlung, die Quantenstrahlung, ja, ist sozusagen, hier sind Teilchenflüsse. Einstein hat da sehr viele Arbeiten darüber gemacht, über die Lichtenergie. Also beides sind zwei Energieformen, die wir nutzen können, die auch von der Sonnenstrahlung her für uns nutzbar sind. Schauen wir uns einmal an, die Sonne hat ein enorm langes, großes Frequenzspektrum und eine große Wellenlängenbreite. Denken wir, Wellenlänge ist so eine Sinuswelle, also wie lang die ist, die haben wir hier von 0,00001 Nanometer, da müssen wir noch einmal 9 Nullen dazu hängen, also so klein ist die, sind die Wellenlängen, bis hin zu 5000 Kilometer. Also wenn eine Welle fertig ist, dann ist es ein 5000 Kilometer erst vollzogen. Also wir sehen, wir haben ein Riesenspektrum und wenn Sie hier lesen, welche Strahlen da reingehen, die Röntgenstrahlen, die nutzen wir technisch, um hier Diagnostik zu betreiben. Die Infrarotstrahlung, aber auch alle anderen Strahlungsarten, die wir hier für die Therapie verwenden, ist sozusagen im Sonnenspektrum enthalten. Daher ist, wenn wir in die Sonne gehen, sehr heilsam. Wir können diese Energien aufnehmen und damit auch sie in andere Energieformen umwandeln. Schauen wir uns ein bisschen an, wie bedeutend die Sonne ist. Die Sonne, Lichtquanten verwandeln zum Beispiel Malinsäure in Fumarsäure. Das ist für die Psoriasis-Leute wichtig, die so Hautekzeme haben, denn die werden durch Sonnenenergie geheilt. Daher schicken wir die kranken Menschen auch mit dieser Hauterkrankung ans Tote Meer, zahlt die Krankenkasse und die kommen wirklich sehr gut geheilt nach Hause. Weil es hier einen umfassenden Prozess gibt, biochemische Veränderungen gibt, wenn die Leute in dieser intensiven Sonnenbestrahlung sich befinden. Wir haben aber auch hier Lichtquanten, eben den hormonellen Bereich für unsere Hormone. Haben wir zu wenig Sonnenenergie, kommen die Hormone durcheinander oder sie werden einfach zu wenig. Genauso die Lichtquanten verhindern Depressionen, indem das Hormon Melatonin gehemmt wird. Also wir sehen, wenn zu viel die Herbstdepression, die oft kommt, ja, wenn es im Winter, wenn es so wenig Licht gibt, und dann kommt der Frühling wieder, wo mehr Sonnenenergie da ist. Das heißt, es hat also mit Hormone zu tun, mit Energie zu tun und damit fühlen wir uns ja sehr wohl, wenn wir das spüren. Die Lichtquanten bewirken auch die Bildung von Antikrebssubstanzen und Antivirussubstanzen, zum Beispiel Interferon, ja, Interleukin. Also die Sonne verhindert auch Krebs und kann auch bei krebsigen Erkrankungen heilend wirken. Das ist ganz entscheidend. Warum? Weil wir oft hören jetzt immer wieder, die Sonne macht Krebs, meidet die Sonne, ja, all diese Information geht um. Und jetzt wollen wir schauen einmal, wie wichtig ist, primär zu wissen, die Sonne heilt Krebs, die Sonne verhindert Krebs. Natürlich muss man hier ein übermäßiges Maß, wenn man hier in Mittagssonne geht, meiden, weil die sehr kräftig kann einen verbrennen natürlich auch, ganz klar. Aber die Sonne selbst, wenn wir merken, macht keinen Krebs. Da sind andere Faktoren dahinter zuständig. Ja? Genauso hier genetische Schäden, das heißt, die Genetik repariert sich immer wieder und die Sonnenenergie fördert die Regeneration und Reparationsvorgänge der DNS, das heißt unseres Erbgutes. Also wir können die Forschungsarbeiten, die ich jetzt über 30 Jahre mache, wir können mit Lichtenergie, und zwar nicht mit künstlichem Licht, sondern mit Sonnenlichtenergie, können wir bis in die DNS heilend wirken, wieder reparierend wirken und nicht manipulierend wirken, wie wir es ja oft in der Medizin tun. Nicht Genmanipulation, sondern wieder das göttliche Licht wieder in die Zelle zu bringen, Lichtenergie, und damit kommen wir wieder Ordnung in der DNS drinnen. Und genauso, die Rhythmen werden von der Sonne, vom Tagesrhythmus, Nachtrhythmus bestimmt und das gibt wieder auch einen guten Schlaf. Die Lichtquanten produzieren auch ein Glückshormon, ja, das Proopium Melanocortin. Ja, das ist also ein Hormon, was in vielen Prozessen mitspielt und ganz entscheidend ist. Ja. Die Lichtquanten halten auch das Blut flüssig, was entscheidend ist, und die Regeneration praktisch von Cortisol, ja, wird entgegengewirkt und damit die Regenerationsprozesse, die Heilungsprozesse gefördert.
Wichtig ist es auch für die Herzkraft. Ja? Bestimmte Enzyme, nämlich das Laktat, die Hydrogenase, das heißt, wir wissen, beim Sport entstehen viele Säuren, die werden umgewandelt in Laktat und das geschieht dann sehr schnell, wenn Sonnenenergie da ist. Also für Sportler ganz wichtig, deswegen Sport bevorzugen, der im Freien ist. Also wenn der Frühling wieder kommt, nicht Radfahren im Studio, sondern draußen das Radfahren und draußen laufen und nicht am Laufband drinnen. Das sind also ganz wichtige Dinge. Viele physikalische und biochemische Prozesse werden über das Licht gesteuert und ebenfalls wissen wir, dass bestimmte Zellteilungen und Enzymtätigkeiten nur durch Licht möglich sind. Und wenn wir diese Vorgänge sehen, die so schnell funktionieren müssen, das kann zum Beispiel über Nervenleitung oder Hormonübertragung nicht funktionieren. Das ist doch das Modell, was wir bekommen. Ne? Über Nerven wird alles übertragen, über die Hormone wird es übertragen. So schnell fließen die Hormone nicht, so schnell können die Nerven gar nicht leiten. Denn, muss ich vorstellen, damit der menschliche Körper funktioniert, damit sie so sitzen können, wie sie da sitzen, müssen pro Hundertstel Sekunde an die 45 Milliarden Funktionen zur selben Zeit gesteuert werden. Das kann über Nervenleitung nicht funktionieren. Das geht nicht, weil die brauchen eine bestimmte Zeit. Die kann man ja auch messen. Ja? Aber über Lichtgeschwindigkeit, über Lichtquantensteuerung ist es möglich. Und wir haben bereits jetzt Techniker, die Techniker sind bereits daran, Computer zu entwickeln, die jetzt nicht hier über elektrische Impulse, sondern über Lichtimpulse hier die ganzen Daten übertragen. Und das geht in Lichtgeschwindigkeit. Daher erhöhen sich dann die Daten und, und. Der Körper macht das schon seit der Schöpfung, seitdem der menschliche Körper geschöpft wurde, ja, und macht er das, ja, ist diese Weise, die nehmen. Aber die Technik hinkt immer ein bisschen nach, aber manchmal können wir über die Technik ein bisschen bewusster werden, über die Funktion des menschlichen Körpers. Also wir haben enorme viele Funktionen, die hier funktionieren müssen, und das wird über Lichtquanten gesteuert. Das heißt, Ihre Zellen kommunizieren ständig, vernetzt, untereinander über Lichtquanten tauschen sich die Informationen aus und koordinieren alle Funktionen, warum das einfach so gut funktioniert. Und dazu sind also diese Prozesse in Lichtgeschwindigkeit notwendig. Wenn wir schauen, Licht hat ja auch sehr viele physische Funktionen. Wir kennen zum Beispiel die Vitamin D-Produktion. Wir kennen das Cortisol, wir kennen das Cholesterin. Cholesterin wird ja meistens in der Medizin verteufelt. Ne? Ui, das böse Cholesterin, gibt es Medikamente, die das unterdrücken. Das setze ich als erstes ab, weil das ist das Giftigste, was es gibt. Es sind auch einige schon verstorben daran. Das war vor einigen Jahren der Fall. Medikament wurde eingezogen. Das heißt, das Cholesterin ist nicht so böse, wie wir glauben. Wenn wir schauen in der Biochemie, aus dem Cholesterin entsteht das Cortison, das körpereigene. Und dieses körpereigene Cortison brauchen wir, damit überschießende Entzündungen wieder gedämpft werden. Dass keine Allergien entstehen, das macht das körpereigene Cortison. Wenn Sie zu wenig Cholesterin haben, kann das nicht gebildet werden. Und wenn Sie Präparate einnehmen, die Cholesterin unterdrücken, ist das Riesenproblem da. Aus dem Cholesterin entsteht auch hier das weibliche Hormon Progesteron, das männliche Hormon Testosteron und dann auch Vitamin D, das ist am meisten bekannt. Und wenn also wir zu wenig Cholesterin haben, dann gibt es diese Hormone nicht und das ist ein Riesenproblem. Aber für die Pharmaindustrie ist es ganz gut, man dämpft das Cholesterin und damit braucht man dann hier weibliche Hormone, dann braucht man das Viagra, damit was funktioniert, dann hier Vitamin D. Und hier dann das künstliche Cortison, was gespritzt wird. Interessant, ne? Also ganz wichtig zu wissen, der Körper hat die Eigenproduktion, wir dürfen das Cholesterin nicht unterdrücken. Wenn es zu viel wird, muss man schauen auf natürliche Wege, wie das wieder in Gleichklang kommt. Und das weiß die Christine in der Praxis zu beraten, wie man Cholesterin wieder auf Gleich bekommt, ohne dass man ja nur etwas Unterdrückendes nimmt, weil das sind schädliche Maßnahmen. Und was brauchen wir? Wir brauchen die Sonne. Sonnenlicht
wissen wir, aus dem entsteht hier über die Haut. Die Haut ist sozusagen ein biochemischer Reaktor, der das Sonnenlicht umwandelt, Vitamin D3 in der Leber, Vitamin D bildet. Und so haben wir einfach Vitamin D, was für viele Funktionen notwendig ist. Und genauso Cholesterin ist entscheidend, das wir brauchen. Sie können sich vorstellen, es kommt der Sommer, jetzt wird uns eingeredet, die Sonne ist schädlich und jetzt gibt es lauter chemischen Sonnenschutz. Ja? Mit Sonnenschutzfaktor 50 und sonstigen Dinge. Und wir sehen bereits Schäden, dass die Menschen zu wenig Vitamin D haben, eben das Cholesterin steigt, denn die Sonne würde das ja alles produzieren oder das erhöhte Cholesterin kann Sonnenlicht auch zurückdrängen. Ja? Das ist ganz entscheidend. Daher ist es wichtig, wie Sie den Sonnenschutz wählen. Tun Sie es nicht abschirmen von der Sonne, Sie sollen in die Sonne gehen. Natürlich braucht eine Haut, die im Winter jetzt empfindlicher geworden ist, eine langsame Gewöhnungszeit, also langsam beginnen, in die Sonne zu gehen, nicht in der Mittagssonne zu bleiben, ganz klar. Und einen Sonnenschutz verwenden, der keinen chemischen Sonnenschutz beinhaltet. Es ist so, dass die EU-Regelung, und da war so ein bisschen ein Lobbying, wurden dann alle natürlichen Sonnenschutzmittel vom Markt gefegt. Man hat die Bedingungen gesetzt, die nur die Chemie erfüllt. Und somit hat man die Firmen, die sich bemüht haben, den Menschen natürlichen Sonnenschutz zur Verfügung zu stellen, hat man hier natürlich blockiert. Es ist uns wieder gelungen, Firma Lichtquanten hat hier einen Sonnenschutz entwickelt, der natürlich ist, ohne chemischen Sonnenschutz. Und der lässt die natürliche Sonnenstrahlen, die gesunden, durch. Und das ist entscheidend. Wenn wir schauen, zum Beispiel alleine, wenn man hier einen Sonnenschutz diese Öle verwendet, ja, Sesam, Jojobaöl, Kokosöl, die haben schon einen natürlichen Sonnenschutzfaktor. Wir verwenden zum Beispiel nicht Titandioxid, was oft verwendet wird, sondern verwenden Zink. Zinkoxide, das sind lauter so kleine Blättchen, kleine Spiegeln, und die reflektieren dann mechanisch die Sonnenenergie, die zu viel ist, lässt aber die gesunde Strahlung durch. Und damit bleibt die Vitamin-D-Produktion aufrecht, die Cholesterinsenkung bleibt aufrecht, die 184 Enzyme können arbeiten und viele Dinge, die ich vorher erwähnt habe, können weiter funktionieren. Also achten Sie im Sommer bitte, keine chemische Sonnenschutzmittel verwenden, denn was ich in der Praxis auch gesehen habe, dass gerade die chemischen Sonnenschutzfaktoren zu Krebs führen, und zwar zu Hautkrebserscheinungen, weil hier mit der Sonnenenergie, wenn hier die Sonne draufknallt auf den, man hat hier einen Sonnenschutzfaktor, oben einen chemischen, dass es hier dann zu phototoxischen Reaktionen kommen kann. Und das nächste ist, wenn der Mensch übersäuert ist, dann schwitzt das Säuren raus und wenn dann Sonnenenergie kommen, werden aus den Säuren lauter Radikale. Ja? Also es ist nicht die Sonne, wie wir sehen, die Krebs erzeugt, es sind die Säuren, die sich ausschwitzen. Männer schwitzen prima über den Kopf, ja, da kommt dann die Sonne noch dazu. Wenn man sich dann noch chemische Sonnenschutzfaktoren drauf gibt, Chemie, dann kann es natürlich entsprechend entgleisen, das System. Dieser Patient hat den Hautkrebs, ihm wurde Chemotherapie empfohlen. Er kam in die Praxis und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen einen anderen Weg. Wir haben von innen her einmal geschaut, Darmsanierung, Darmreinigung, Entgiftung, Entsäuerung, basische Körperpflegemittel, ganz wichtig, meiden Sie saure Körperpflegemittel, die vertragen sich mit der Sonne nicht, da entstehen Radikale. Sondern es braucht Basen und damit kann mehr Sonne aufgenommen werden. Das ist interessant, wer eine basische Haut hat, ja, oder eine basische Hautpflege, kann 3 bis 5 Mal länger in der Sonne bleiben, ohne dass irgendwas auftritt. Wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt da, ohne dass jetzt noch im Winter, Sie haben eine weiße Haut in die Sonne, können Sie 3 bis 5 Mal länger bleiben, bevor ein Sonnenbrand auftritt. Also Sie haben dann keine Schäden, wenn Sie basische Hautpflege verwenden, weil die Haut dann mehr Sonne verarbeiten kann und nicht geschädigt wird. Wir haben ihn behandelt, von innen entsäuert, entgiftet, Darmsanierung gemacht, basische Körperpflege durchgeführt. Und das ist das Ergebnis, schauen Sie an, ohne Chemotherapie. Ja? Das heißt, hier über 12 Wochen, nicht ein Jahr, sondern 12 Wochen, und konnte hier mit einem Zellaktivator, auf den kommen wir wieder zu sprechen, das ist ein Sonnenheilmittel, das hier konzentriert Sonne Energie beinhaltet. Und wenn man das hier aufsprüht, man kann hier so einen Sprühkopf auch aufsetzen, da sprüht man sich regelmäßig auf, habe ich den Herrn auch gesagt,
wenn möglich stündlich aufsprühen, es wieder eintrocknen lassen, wieder einsprühen. Das führt durch die Sonnenenergie zu einer Regeneration der abgestorbenen oder geschädigten Zellen. Weiters geht auch die Entzündung zurück und damit können sich die Zellen wieder regenerieren. Also Sonne heilt in dem Sinne. Dann basische Hautpflege, basischen Sonnenschutz verwenden, das hat er auch gemacht. Von innen die Therapie, die Basen von innen einnehmen, denn das, was sie einnehmen, das schwitzen sie aus. Wenn sie zu wenig Basen haben, schwitzen sie Säuren raus. Wenn sie genug Basen haben, schwitzen sie Salze raus, neutrale, denn im Körper werden die Säuren durch basische Mineralien zu Salzen neutralisiert und dann schwitzen sie Salze raus. Sie haben sicher schon mal geschmeckt, wenn sie schwitzen, salzig, dann haben sie genug Basen zu dem Zeitpunkt. Wenn sie nicht mehr salzig schmecken und der Körpergeruch entwickelt sich, dann haben sie zu wenig, dann kommen die Säuren durch die Haut und dass diese Säuren natürlich reizend sind, Allergien verursachen, Entzündungen, ist auch klar. Daher immer von innen anfangen, wenn eine Hauterkrankung da ist. Das heißt, dieser basische Sonnenschutz beinhaltet natürliche Sonnenschutzfaktoren und Vitamin E dazu auch und Vitamin F dazu auch und natürliche Substanzen, die eben nicht zu phototoxischen Reaktionen führen. Wir verwenden keine Nanotechnologie, keine Konservierungsmittel, keine Duftstoffe, ja, und. Also das sind ganz wesentliche Qualitäten und das verträgt sich mit der hohen Energie der Sonne. Und das müssen Sie anders auftragen, es ist ein bisschen weiß, ja, so wie früher die Sonnenschutzfaktoren. Wenn Sie es aber nur wenig verwenden und gut verschmieren gleich, nicht zu viel und nicht eintrocknen lassen, sondern gleich verschmieren, dann wird es gleichmäßig verteilt und man merkt auch nichts an dem Weißen. Haben Sie ein bisschen zu viel aufgetragen, Sie sind weiß, dann können Sie es ein bisschen feucht machen und wieder verwischen. Das sind die Dinge. Ja? Und wenn Sie dann baden waren, mit dem Handtuch sich wieder abgewischt haben, dann ist es gut, wenn man sich dann wieder einschmiert, wenn man in die Sonne geht. Hier eine Rückmeldung von einer Dame, die eine massive Sonnenallergie hatte und ich bin vor kurzem, sie war in der Praxis und habe gesagt, sie kann nicht einmal unter dem Sonnenschirm sein, sie bekommt massive allergische Reaktionen, eben wenn die Sonne da ist. Wir haben hier die Darmsanierung auch gemacht, sie wollte Urlaub in Ägypten machen und sie hat dann gesagt, sie soll schreiben, wie es ihr geht, sie hat einen basischen Sonnenschutz mitgenommen und sie schreibt dann, ich bin vor kurzem aus Ägypten zurückgekehrt und wollte Ihnen umgehend meine positiven Erfahrungen mit den Basen-Sonnenschutzpräparaten mitteilen. Ich bin sehr sonnenempfindlich und in den meisten meiner Urlaube hatte ich eine Sonnenallergie oder zumindest rötliche und juckende Flecken. Diesmal habe ich dank Ihrer Produkte eine wunderschöne, gleichmäßige Farbe und das, obwohl ich, was ich sonst nie mache, nicht nur unterm Sonnenschirm, sondern auch direkt in der Sonne lag. Die Sonne hatte schon so viel Kraft, dass mein Mann, der mit einem herkömmlichen Sonnenprodukt eingecremt war, schon nach den 2 Stunden einen Sonnenbrand hatte, der laut seinen Aussagen sehr schmerzhaft war. Ich habe beide Urlaubswochen hindurch die Sonne genossen und meine Haut ist fast schöner als vorher, eine neue Qualität des Urlaubs. Also es war eine sehr schöne Rückmeldung in dem Sinn. Also Sonne kann man genießen. Und wenn Sie das verwenden, müssen Sie unterscheiden. Laut EU-Regeln dürfen wir den basischen Sonnenschutz nicht draufschreiben. Das sind so die Vorschriften. Ja. Also dürfen wir nur praktisch einen Sonnenschutzfaktor, wir haben jetzt einen Sonnenschutzfaktor von 15 und den mit dem Basenfaktor multipliziert, haben wir einen Schutzfaktor, einen persönlichen Lichtschutzfaktor von 45. Ja. Sodass es wirklich einen guten Schutz ergibt. Ich teste das Ganze in den Tropen. Ich bin immer wieder in Asien und mache medizinische Projekte. Wir helfen also Leute im Dschungel, die keine medizinische Versorgung haben. Und dann nehme ich das auch mit für mich. Im Gletscher, ich wohne auf der Alm oben, der Lichtquellalm, und es wirkt auf jeden Fall sehr gut. Interessant ist, dass auch die Schulmedizin Sonne verwendet, um bei Sonnenallergien eine Sonnenallergie zu behandeln. Hier zum Beispiel ein Auszug aus einer medizinischen Zeitschrift, ja. Licht stoppt Urtikare. Urtikare heißt Allergien, mit lauter Quattelbildungen, mit Schwellungen, also mit ganz argen Reaktionen. Das heißt, die Leute dürfen nicht einmal ein bisschen an Sonne bekommen, sonst kommen die alle möglichen Problematiken. Was wurde gemacht mit denen?
die bekamen UV-Lichtbestrahlungen. Damit wurden sie, sagen wie bei der Kneipp-Therapie, abgehärtet. Und was hier so steht, ne, Patienten mit starker Lichturtikaria, Urtikaria hat sich eine intensive Schnellabhärtung, Rush Hardening, bewährt mit UVA-Dosis, wird dann drei aufeinander von den Tagen alle 30 bis 60 Minuten gesteigert. So, und damit ist die Allergie weggegangen mit UV-Licht. Ja. Also wir sehen, Sonnenlicht ist sehr, sehr heilsam. Interessant ist auch das, dass zwei unabhängige Studien sehr interessante Ergebnisse zeigen, nämlich wie Sonne und Hautkrebs. Macht Sonne Hautkrebs, vermehrt Sonne Hautkrebs? Das erste Ergebnis ist, die UV-Strahlung der Sonne, sowie die entsprechenden Lampen sogar, verringerten das Risiko von Krebserkrankungen von 30 bis 40%. Ist nicht so ohne. Die zweite Studie ergab, Patienten, die mehr Zeit an der Sonne verbrachten, starben seltener an den Folgen ihrer Erkrankung. Also die Sonne bitte ist heilsam, nützen Sie es jetzt, wenn die Sonne wieder kommt, zu genießen, aber natürlich mit basischer Hautpflege, mit basischem Sonnenschutz und dosiert natürlich genießen. Eine ganz interessante Studie, die noch viel größer ist, ja, nämlich in Amerika gemacht wurde, eine 10-Jahres-Studie auf der University of California in Zusammenarbeit mit der US Navy an 4 Millionen Menschen. Das heißt, mit den Soldaten am Schiff draußen, wo die Sonne ja vom Meer noch reflektiert und sehr intensiv ist, wurde untersucht und das ist ein interessantes Ergebnis, was da rausgekommen ist. Marinesoldaten, die unter Deck arbeiteten, ja, hatten häufiger Hautkrebs, Melanome, als ihre Kameraden, die auf Deck beschäftigt waren. Doch interessant, ne? Also wir sehen, Mangel an Energie, Mangel an Sonnenenergie macht krank. Und das sind also wichtige, auch eine deutsche Studie gibt es hier mit melanomerkrankten Patienten, das ist eine Hauterkrankung mit 1079 Patienten und 778 Kontrollprobanden, führte zum Ergebnis, dass eine normale UV-Bestrahlung in der Freizeit nicht Auslöser von Hautkrebserkrankungen ist. Also soweit, das ist nicht Alternativmedizin, das ist auch Schulmedizin, das ist Wissenschaft und das ist wichtig zu wissen. Ja? Licht steuert 184 Enzyme und ein Enzym macht tausende Funktionen. Ja? Und an einem Sommertag haben Sie 50 Mal mehr Vitamin D-Produktion ja, als im Wintertag. Also schauen Sie, wenn Sie in die Sonne gehen, dass Sie so viel an die Sonne geben, dass Sie kurzärmelig sind, ja, dass also hier viel Sonneneinstrahlung und Umsetzung der Vitamin D-Produktion möglich ist. Ja? Interessant ist das Cholesterin. Schauen Sie mal an, vorher wurde Cholesterin gemessen, ist erhöhtes Cholesterin, dann hat nichts anderes bekommen als 2 Stunden Sonnenbestrahlung, nach 2 Stunden ein Rückgang des Cholesterin um 13%. Und das ist interessant, warum? Ganz klar, wenn man sich die Physiologie anschaut, schauen wir uns das an, wenn hier lauter Cholesterin im Blutbereich schwimmt, die roten Kügelchen hier, dann kommt die Sonnenenergie drauf, wir wissen, der Körper produziert ja Vitamin D. Damit braucht er aber Cholesterin für die Vitamin D-Bildung. Wenn Sonnenenergie drauf scheint, wandern dann die Cholesterinpartikelchen rauf an die Haut. Die Haut wird erstens einmal geschützt, sie wird geschmiert, gepflegt und dann mit Vitamin D umgewandelt. Und daher wird es da drinnen natürlich weniger. Und wenn man mehr in der Sonne ist und regelmäßiger, lösen sich sogar Plaquebildungen in den Gefäßsystemen auf. Also das ist ganz, ganz spannend, ganz interessant, dass wir das hören. Also es heißt, es war nur ganz ein weniger Einführung, wie wichtig ist die Sonne, welche Bedeutung hat die Sonne. Also rundum hier ist die Sonne heilend für den menschlichen Körper. Was ist, wenn die Sonne nicht ist, wenn wir zu wenig Sonne haben? Schaut euch im Winter jetzt, wir stehen auf bei Dunkelheit, setzen uns im Auto, sitzen im Büro bei künstlichem Licht, ja, fahren in der Dunkelheit wieder nach Hause. Ja, ist einfach zu wenig Sonnenenergie da und dann kommt es zu verschiedensten Erkrankungsbildern. Hier zum Beispiel Haarausfall, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Depressionen, Blutdruckproblematiken. Nur weniger Vitamin D macht hier Immunschäden, ja, Infektionsanfälligkeiten und viele, viele Störungen im Stoffwechsel auch. Das sind also, wenn Lichtmangel da ist.
Wir kennen von früher Lichtmangel, man hat es nicht gewusst, die Kinder waren zu wenig am Licht und damit sind die Knochen nicht gehärtet, weil das Vitamin D gefehlt hat. Vitamin D macht einen festen Knochen. Ja. Ich gebe Ihnen hier so eine Unterlage mit, wenn Sie fachliche Informationen haben wollen oder so immer interessante Dinge, dann von Zeit zu Zeit bekommen Sie solche Informationen, wenn Sie das wollen. Keine Werbung. Ja. Und hier sehen Sie, dass die Beine verkrümmt sind, diese O-Beine, die hier entstehen können, die X-Beine, weil der Knochen einfach zu weich ist, es fehlt das Vitamin D. Kinder in die Sonne, in die Sonne, in die Sonne und dann sind sie gesund. Weiters hat man Versuche gemacht, auch bei Kaninchen, die selbe Futter erhalten, am selben Auslauf hatten, das eine künstlichen Licht, der andere bei Sonnenlicht und dann gesehen, dass die bei künstlichem Licht massivst bei derselben Ernährung, selben Auslauf, hier massivste Plaquebildungen, Atherosklerose, Gefäßverkalkungen hatten. Also das ist ganz interessant, das zu erkennen. Es gibt auch eine russische Studie, ja, wo man einen Buben kontrolliert hat, eine Studie mit 94.337 ja, Jungen, zwischen 12 und 14 Jahren, wo das Zahnwachstum und Entwicklung auch da ist, zeigt sich also die Zahnerkrankungen. Und das heißt, je weniger Sonnenstunden hier die ausgesetzt waren, umso mehr Kariesbildung sehen wir. Bei 3000 Sonnenstunden waren 92 Kariesdefekte zu sehen. Wenn hier 2200 Sonnenstunden waren, also um 800 weniger, haben wir schon 496 Karieslöcher gehabt. Ja? Also wir sehen, wie der Einfluss hier gegeben ist bei dieser Studie. Auch die Fettleibigkeit sehen wir, wenn den Tieren, auch den Menschen Sonnenenergie fehlt, stimmt der Stoffwechsel nicht mehr. Und daher, wie gesagt, ist dann mehr Fettanreichern im Körper möglich. Dass Sonnenenergie heilend wirkt, ist keine neue Erfindung. Die geht ja weit in die Geschichte zurück. Wir finden sie bei Hildegard von Bingen, wir finden sie bei den Inkas, wir finden sie bei den Ägyptern, wir finden sie, seitdem es Menschen gibt, die heilen mit der Sonne. Aber hier haben Wissenschaftler auch entdeckt, dass Sonne schädliche Bakterien praktisch beseitigt und unschädlich machen. Und das ist zufällig passiert. Man hat so eine Laberprobe, Blutproben praktisch gegeben von infektiösen Menschen und hat dann vergessen, dass das Sonnenlicht reinkommt, ja, ins Labor. Das eine ist im Schatten gestanden, das andere in der Sonne gestanden und plötzlich waren da die Bakterien weg. Ja, und bei dem nicht. Ja. Und damit haben wir gesehen, aha, da haben sich Wissenschaftler an die Arbeit gemacht und dann geschaut, auf was welche Bakterien hier sozusagen abgetötet werden können, wenn Sie den Milzbrandbakterien, ja, so ein ganz gefährliches, sagen Pestbacillus, Streptokokken, die machen die Halsentzündungen, ja, und Tuberkelbakterien in der Lunge, ja, und Staphylokokken, Kolibakterien, Shigellen, also all das kann die Sonne wunderschön beseitigen. Und hier hat ein bekannter Mann, nämlich Nils Finsen, der hat da mit Sonnenenergie Menschen behandelt, und zwar Tuberkulose und andere Erkrankungen, aber vor allem mit Tuberkulose. Und das ist sehr interessant. Und Nils Finsen erhielt dafür 1903 den Nobelpreis. Wir sehen, das ist nicht Esoterik, mit Licht zu heilen. Das ist Wissenschaft. Und hier die Behandlung mit Operationen, 4 Überlebende, ja, bei Medikamente 13, mit Sonnenlichtbestrahlung 59 Überlebende. Ja, das waren also ganz, ganz wesentliche Dinge mit Effektivität von 75%. Ich kann mich noch erinnern, bei uns südlich von Baden, bei Wien, gibt es dann in den Bergen drinnen, am Berg oben eine Krankenanstalt, Lungenkrankenanstalt, da wurden die ganzen Tuberkulose-Patienten behandelt. Als Kind haben wir da wen besucht und die hatten dann beim Zimmer Türen, weite Türen, die wurden geöffnet, wenn Sonnenenergie war. Die Patienten wurden dann rausgeschoben in die Sonne, wurden dann so weit wie möglich freigemacht und bekamen Sonnentherapie. Das war ein integrierter Bestandteil der Tuberkulose- und der Lungenerkrankungstherapie. Ja? Heutzutage sind die Fenster zu, die Türen gibt es gar nicht mehr und die Antibiotikaflaschen sind größer geworden. Ja? Also nur zur Erinnerung, das hat es alles schon gegeben und ein Nobelpreis wird von Wissenschaftlern, von den besten Wissenschaftlern an Wissenschaftler vergeben. Also das nur zu wissen, wir reden hier von Physik, von Wissenschaft, von Dingen, die hier funktionieren.
Ja, das war einmal so die Bedeutung der Sonnenenergie. Gehen wir mal, wie kommt denn diese Sonnenenergie in den Körper hinein? Das ist doch die Frage. Wie kommt diese Sonnenenergie in den Körper? Wie können wir sie verwerten? Bei den Blättern wissen wir, oder bei den Pflanzen, durch die Photosynthese wird Sonnenenergie umgewandelt. Aber wie geht es beim menschlichen Körper vor? Und da habe ich mich ein bisschen beschäftigt damit, wie wird Sonnenenergie aufgenommen, wie wird Sonnenenergie im Körper verwandelt und wie wird Sonnenenergie dann auch gespeichert. Denn es ist interessant, im Sommer haben wir genug Sonnenenergie, aber im Winter haben wir zu wenig. Und das war so vor über 30 Jahren meine Intention, und gesagt, eigentlich wäre es schön, den Menschen ein Sonnenheilmittel zur Verfügung zu stellen. Einfach das Urheilmittel, Lichtenergie, Sonnenenergie. Wie können wir das machen? Und da gibt es interessante Literaturen. Hildegard von Bingen hat einiges geschrieben darüber. Wir sehen, Jakob Lorbeer hat einiges geschrieben. Und wir sehen in vielen Kulturen, haben beschrieben, wie wir Sonnenenergie, das ist der Feldaktivator, gell? Achten Sie einmal, da ist Sonnenenergie auch drinnen. Myrrhe, Salbe, Weihrauch, ja? Und es reinigt, klärt und richtet sehr auf und ja, vertikalisiert auch. Lassen Sie sich spüren einmal. Und reinigt nicht nur auf der körperlichen Ebene Bakterien und Viren, sondern eben auch im Energiebereich wirkt es klärend, ausrichtend und erhellend. Lassen Sie sich spüren, Sie werden es fühlen, wie das schön ausrichte. Ich sprühe mir gerne in der Praxis, wenn ein Patient, wenn wir fertig waren, danke, dass ich auch was bekomme. Ja, sie denkt an alle. Und es ist sehr angenehm, wenn man hier auch emotionale Arbeit hatte oder wenn infektiöse Patienten da sind. Ich sprühe das im Raum, auch mich damit ein und damit kommt der nächste Patient in einen geklärten, reinen Raum. Auch ohne emotionale Felder mehr, sondern einfach wieder in dieser Frische hinein, die sie jetzt auch wahrgenommen haben. Ja, es reinigt. Bei den Pflanzen wissen wir, das heißt also über das Chlorophyll, da gibt es also Stoffe, die können praktisch Sonnenenergie aufnehmen. Das sind sozusagen die Antennen dafür. Es gibt aber auch Bakterien, die Sonnenenergie aufnehmen können. Und interessant, dass Bakterien dann auch, dass bestimmte Pilze auch leuchten können. Ich habe das im Dschungel gesehen, dass hier, da haben wir eine Nachtwanderung gemacht durch den Dschungel. Und eben zu den Bäumen, wo dieses Moos und diese Pilze da waren, und die haben alle grell geleuchtet. Es ist ganz interessant zu sehen, also volle Energie, die sie gedankt haben und damit geleuchtet haben. Dasselbe macht der menschliche Körper, nur nicht so sichtbar wie hier bei den Pilzen. Der menschliche Körper kann auch Sonnenenergie aufnehmen. Und wir sehen es auch hier, was hier die Photosynthese ist der umgekehrte Prozess in der Atmungskette, wo wir Energie brauchen. Ja, können wir also Lichtenergie hier verwerten. Wenn wir schauen, der menschliche Körper hat ja, um Sonnenenergie aufzunehmen, gibt es Antennen. Ja, das nennt sich Antennenpigmente. Ja, diese Antennenpigmente absorbieren das Licht, ja, leiten diese Lichtquanten in und Anregungszustände zu photochemischen Reaktionszentren, werden dort weiterverarbeitet und zu biochemischer Energie umgewandelt. Hier, für die, die Biochemie sich noch ein bisschen erinnern, da gibt es Rezeptoren und Antennen, die Lichtenergie direkt aufnehmen können und in die Zelle leiten können, in den Mitochondrien leiten können. Antennenpigmente, damit Sie das kennen, das ist nicht so utopisch, Hautpigmente. Sie, kennen Sie die Hautpigmente? Wenn sie braun werden, das sind Hautpigmente, Melatonin, die reagieren auf Licht, ja, Melanin. Und die in der Haut wird Vitamin D produziert, also es muss aufgenommen werden, umgewandelt, und damit wird Vitamin D produziert. Ist eine Antenne die Haut, also ist Lichtantenne und kann über die Hautpigmente eben dieses Licht aufnehmen. Die zweite Möglichkeit, das Auge. Das Auge macht es ständig, dass es Lichtenergie aufnimmt, und in elektrische Impulse verwandelt, wieder in andere Energieform verwandelt. Und damit können wir, mit den Bildern wieder verwandeln, damit können wir sehen. Also es muss
Lichtenergie in elektrische Energie gewandelt werden. Also wir sehen, Licht ist hochelektrisch, sind elektromagnetische Wellen. Und dann gibt es die Zellmembrane. Auf den Zellmembranen haben wir ganz bestimmte Kanäle und auch Rezeptoren, die Sonnenenergie aufnehmen können. Wenn wir Vitamin D-Bildung, ja, sind so Pigment, so Antennen, die Hormonbildung geschieht damit und anabole Peptide, das sind so bekannte Dinge, sind also Geschlechtshormone, ja, die Kraft geben, die Energie geben. Ja. Wir merken, wenn es in der Sonne waren, so einen Tag am Berg, wow, man ist richtig schön aufgeladen, hat jeder, glaube ich, schon irgendwann gespürt. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen praktisch an. Ich möchte es auch ein bisschen praktisch Ihnen näher bringen, nämlich die Antennenpigmente im Auge, das kennt jeder von Ihnen. Wir verwenden sie ja gerade. Die Antennenpigmente verwandeln dieses Licht in elektrische Energie. Und je kurzwelliger es ist, umso intensiver ist es. Ja? Und im Auge, das Auge muss das natürlich, zu viel an Licht muss es dämpfen. Und wenn es zu wenig ist, muss es verstärken. Und diese Funktion hat das Auge auch. Sie wissen, wenn Sie Auto fahren und es kommt plötzlich einer auf mit vollen Scheinwerfern auf Sie zu, dann muss das Auge sofort reagieren, sonst würden Sie blind sein oder lange Zeit nichts sehen. Ja? Und das hat aber damit zu tun, diese Mechanismen im Auge, das sind sozusagen, hier ist die Netzhaut zuständig, da hinten ist der Augapfel, hier die Netzhaut und hier sind ganz empfindliche Rezeptoren. Das sind so die Zäpfchen und Stäbchen, ja, die dieses Licht hier aufnehmen und verwandeln. Das heißt, je nach Lichtintensität entwickeln diese Zäpfchen, Stäbchen in Pigmente. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ganz wenig Sonnenenergie da ist, sagen wir, es wird schon dunkel, ist dämmerig, Sie wollen trotzdem noch lesen oder den Straßenverkehr beobachten, dann ist es so, dann produziert Ihr Auge sehr viel Pigmente, sehen Sie da ganz viel. Im Gegensatz, wenn viel Licht da ist, wird es weniger. Ja? Also ganz viel, damit das weniger Licht mehr Elektrizität ergibt und ein Bild für Sie noch ergibt. Das wird automatisch gesteuert. Dann, wenn viel Licht ist, grelles Sonnenlicht oder ein Scheinwerfer kommt auf Sie zu, dann wird es sofort reduziert, die Pigmente, damit nur wenig elektrische Energie, sonst würde Sie das reizen. Also wunderbar, die Augen funktionieren, also über diese Antennen, die Licht praktisch aufnehmen können und dann auch regulieren können. Wir haben noch einen Schutzmechanismus hier, nämlich die Blende, die Iris, ja, die zumachen kann, aufmachen kann, ist bei wenig Licht, macht sie auf, haben sie eine große, weite Pupille und bei viel Licht wird sie weniger. Das sind die Mechanismen, die entstehen. Nervlich entsteht noch etwas, je nachdem, wenn wenig ist, ja, dann werden viele Rezeptoren dazugeschaltet, wenn viel Reiz da ist, geht das umgekehrt. Also das wird gesteuert. Damit das aber gesteuert werden kann, brauchen Sie Energie. Und wenn die Energie nicht da ist, wenn Sie müde sind, haben Sie das nicht. Dann kommt ein Fahrzeug entgegen und blendet Sie und Ihnen nun die Augen weh. In der Zeit bekommen Sie Kopfschmerzen. Sie können kaum was sehen. Oder Sie fahren noch Sekunden oder Bruchsekunden und sehen gar nicht, bis Sie sich wieder regenerieren können. Das kann länger dauern. Und da empfehle ich zum Beispiel ein Lichtquantenheilmittel, ja, den Zellaktivator, der kann das sofort verändern. Machen wir dazu einen Versuch. Wer ist ein bisschen lichtempfindlich, wer spürt das beim Autofahren sehr intensiv? Den kann ich gar gleich was geben. Ui, jetzt habe ich meine Taschenlampe. Wo ist denn die? Ah, da ist sie ja. Bitte schön, kommen Sie her. Ich bräuchte ein Glas Wasser. Kann man überbringen? So, eine mutige Frau muss es geben. Gell? Es hat alles so gedacht. Aber Sie sind nur neugierig, was jetzt passiert. So, wunderbar. Also, Sie fahren Auto und wissen das Problem, wie das ist, wenn geblendet wird. Tut die Augen weh. Wie spürt ihr das? Also, es geht fast so weit, dass ich manchmal fast geblind bin, dass ich langsamer werde, nur so Raumzeiten fahren. Jetzt habe ich mir schon so über die Brünn drüber so ein Ding gehabt.
Ja? Okay, gut. Kennen Sie den kinesiologischen Test mit dem Armtest? Wer kennt den nicht, den Muskeltest? Wer kennt ihn nicht? Dann erklären kurz. Super, alle. Ja? Da können wir sehr schön testen, wie die Lichtempfindlichkeit ist. Ja? Warum? Wenn da Stress entsteht im Kopf, dann schaltet sagen, der Muskel ab. Ja? Mal halten. Ja? Halten. Drück drauf, ja, halten. Okay. Da rastet es ein, ja? Wunderschön. Rastet ein, sehr schön. Das so ist normal. Jetzt mache ich Folgendes. Ich bin jetzt ganz gemein, jetzt blende ich Sie. Ja? Sie schauen in das Licht hinein und ja, ist gemein. Ich mache das jetzt 5 Sekunden lang, ja? Oder nur 3, okay? Barmherzig. Also, schauen Sie rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jetzt wird es stärker, ja, 12, 13, 14, jawohl, okay, so, 15, bis es der Arm stärker wird. Ja. Das heißt, so lange hat es wirklich gebraucht, bis sie wieder ihre Energie hatte, dass sie wieder klar sehen können. Das hat mit der Energie im Auge zu tun, denn in dem Bereich von den Zäpfchen und Stäbchen, hier befinden sich diese energiereichen Moleküle, die Mitochondrien, die Energie verbringen. Und wenn man müde ist, weniger Energie hat, ist da wenig drinnen und dann funktioniert das Auge träger. Ich gebe Ihnen jetzt in dieses Glas Wasser den Zellaktivator, das ist ein Lichtquantenkonzentrat. Ich gebe Ihnen 7 Tropfen rein und können Sie trinken. Ja? Schaffen Sie das Ganze da? Ja. Ja, okay. Ab. Ui, das war jetzt viel. War ganz ein Sprüh. Ein paar Tropfen noch dazu. Also wir wollen ja schnelle Wirkung haben. So, Sie können das trinken. Kann aber sein, dass es ein bisschen heiß wird. Ja, das ist einfach sehr viel. Das heißt, den Zellaktivator nicht pur einnehmen, immer mit Wasser verdünnt einnehmen. Und trinken, idealster, wenn man das am nüchternen Magen trinkt. Dankeschön. Dann wirkt es am schnellsten. Lassen Sie es ein bisschen wirken und schauen Sie mal, wie es Ihnen geht damit. Achten Sie mal, was sich verändert auch. Es ist sehr hohe Energie, die da reinkommt, die sehr rasch wirkt, in Lichtgeschwindigkeit im Prinzip. Der Körper ist ein bisschen träger und braucht ein bisschen Zeit. Gut, ja. Ja, was spüren Sie jetzt? Also es wird wärm, der ganze Körper wird warm und ja. Ich fange was zum Gehirn an. Ja, es ist voll ziemlich schön Energie rein und jetzt kann der Körper aufgeladen werden. Ja, gut. Schauen wir es ein bisschen an, testen wir mit dem Muskeltest auch wieder. Ja, mal halten. Ja, wieder schön stark. Oh, besonders stark jetzt, ja. Wunderbar, ja, okay. So, ich bin jetzt wieder gemein, ja. Ich leuchte Ihnen rein, aber jetzt nicht 3 Sekunden, sondern 5 Sekunden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. Und achten Sie, wie es Ihnen jetzt geht. Ist nicht einmal abgekippt. Ja. Können Sie den Unterschied merken? Wir haben es gesehen, von der nicht im Stress gekommener Körper. Ich hätte geglaubt, dass sie jetzt von 15 vielleicht auf 10 nur kommt, ja? Aber dass sie gleich stark sind, hätte ich nicht gedacht. Ja? Wie haben Sie es jetzt vom Sehen selbst empfunden? Vom Sehen ganz gut. Also mir hat nicht blind und nichts. Ja? Obwohl ich jetzt mehr praktisch länger Zeit reingeleuchtet habe. Das muss man einmal erlebt haben, dass es nicht Einbildung ist, dass es nicht das ist, es ist testbar, sichtbar und für Sie jetzt, Sie kennen den Unterschied, auch spürbar. Hängt davon von Ihrem Energiedefizit ab. Ja? Also wenn Sie jetzt eine Autofahrt vor sich haben, Sie nehmen das, die Autofahrt auf jeden Fall, ja? Die paar Stunden, ja? Die haben Sie. Manchmal genügt es, einmal am Tag das in der Früh zu nehmen, ideal nüchtern am Morgen, wenn man es im Nachtkästchen hat, trinkt man das dann oder im Badezimmer und dann haben Sie für den Tag einmal erhöhte Energieleistung. Ja? Und wenn Sie mehr brauchen, nehmen Sie es ein zweites Mal, das kann jeder für sich dann einfach entscheiden. Aber ist sicher sinnvoll, wenn Sie es nehmen, Sie merken, Sie haben eine viel bessere Sichtweise, Sie kommen erholter an und fahren vor allem sicher. Weil diese
Bruchteile Sekunden, die wir nicht genug sehen, kann irgendwas, ein Tier rüberlaufen, kann irgendwas passieren. Okay, danke für den Mut, Dankeschön, bekommen noch Applaus dafür. Also wir sehen, das wirkt, und jetzt habe ich einen Test für Sie vorbereitet, ja, sodass Sie alle ein bisschen das schauen können. Achten Sie beim nächsten Bild, was ich Ihnen gebe, versuchen Sie die schwarzen Punkte hier zu zählen, die Sie sehen. Was geschieht denn da? Diese Punkte kommen und gehen, ne? Verschwinden und sind da. Das ist genau die konsensuelle Reaktion des Auges, ist das. Das heißt, wenn Sie in den Schatten schauen, ja, dann werden sehr viele Pigmente gebildet und dann plötzlich wird das Ganze eben weiß. Ja, und dann, wenn Sie aufs Weiße schauen, werden wieder weniger Pigmente gebildet und dadurch, dass jetzt weiß, durch die Eckpunkte weiß und schwarz da ist, geht das so hin und her, erscheint, kommt, geht weg, zurück. Und Ihr Auge arbeitet ständig. Pigmente rein, Pigmente raus, Pigmente rein, Pigmente raus. Ja? Und das ist das, wo Sie dann die Punkte sehen und nicht sehen. Also Ihre Augen arbeiten gut. Ja? Die funktionieren. Wer die Punkte nicht gesehen hat, also da arbeitet das Auge nicht mehr gut. Gibt es irgendwen, der das nicht gesehen hat? Okay. Hopp. Eins, zwei. Okay. Ja. Aha. Vielleicht sitzen Sie zu, schauen Sie auf die Punkte, die dazwischen sind, aber es kann sein, Sie sitzen zu weit entfernt. Sie müssen in der Mitte schauen. Ich sehe es auch von der Seite, sind weniger da. Ja? Also wenn Sie in die Mitte gehen, würden Sie es sehen. Also keine Angst, Ihre Augen sind nicht kaputt. Ja? In Ordnung. Ein sehr interessantes Lichtbeispiel jetzt als nächstes. Beim nächsten Bild bitte ich Sie, ins Zentrum des Bildes zu schauen. Da sind lauter schwarze, weiße Flecken da. Ja? Und im Zentrum sind vier Punkte untereinander. Und diese Punkte zählen Sie einfach von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben, ja? Oder da und da von oben nach unten, bis Sie 30 gezählt haben. Ja? Das heißt, hier sind 1, 2, 3, 4 Punkte. Zählen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bis Sie 30 gezählt haben. Und zählen Sie weiter, so bis ich das Bild umschalte, ja? Auch wenn Sie schon über 30 eventuell sind. Ja? Zählen Sie die Punkte, bleiben Sie da konzentriert in der Mitte. Und wenn ich das Bild wechsle, bleiben Sie mit Ihrem Blick auf der weißen Leinwand. Wie viele sind Sie schon? 62. Jetzt schauen Sie auf die weiße Leinwand, was sehen Sie hier? Sehen Sie Christus, ja? Also, Ungläubige sehen nur eine weiße Fläche. Aber die Gläubigen haben da etwas gesehen, ja? Was war das? Ja? Schauen Sie, in dem Moment, wenn das Auge die Netzhaut auf diese Schwarze, auf das Schwarze trifft, dann produziert praktisch hier sehr wenig Pigmente, damit es reinkommt, und hier praktisch hier ganz wenig und da ganz viel Pigmente. Und dann kehrt sich das um, was schwarz ist, wird weiß, was weiß ist, wird schwarz, und dann sehen Sie einfach dieses Bild. Wer hat das nicht gesehen? Alle? Okay. Also, wenn der Herr Pfarrer da ist, sind alle gläubig, Sie haben gesehen, um was es geht. Ja. Ja, das ist so das innere Sehen, ja, was hier kommt. Also das heißt, damit will ich Ihnen nur zeigen, dass hier die Pigmente, dass Lichtenergie vom Körper aufgenommen werden kann, verarbeitet wird, in biochemische Energie umgewandelt wird, das sehen wir dann bereits. Ja? Das geschieht hier. Das heißt, diese Pigmente zapfen die Energie der Sonne an, ja, und mit dem riesigen Frequenz- und Längenwellenspektrum, und dann kommen die energiereichen Moleküle, die die Sonnenenergie umwandeln können, in biochemische Energie. Und wie heißen die
nicht verwirren lassen, für diejenigen, die sich ein bisschen an Biochemie erinnern können, das sind die hier die Flavoproteine, ja, von der Flavin-Gruppe, die können praktisch Sonnenenergie verarbeiten. Ja. Das sind Proteinrezeptoren und wirken elektrisch in dem Sinn. Ja. Und die Flavin-Gruppen sind elektronentransferierende Flavoproteine, also sie können Elektrizität transferieren. Das ist also ganz entscheidend. Und da gibt es im Körper, das ist Biochemie und Medizin, das gibt es diese ganz bekannten Stadien, die hier in der Atmungskette diese Energie praktisch weiterleiten. Ja? Also Flavoproteine sind photoreduzierbar, sie können also durch Einwirken von Licht reduziert, also elektrische Impulse entwickeln und chemische Reaktionen auslösen. Nur da kann sich jeder in der Biochemie nachlesen. Das nächste sind die Zytochrome auch. Die Zytochrome sind Proteine, die sichtbares Licht absorbieren und ebenfalls in biochemische Energie umwandeln können. Ja? Das sind also ganz wichtig. Wir sehen auch hier wieder diese auf den Membranen, diese Antennen und diese Lichtleitungen. Und in den Zellen sind die Mitochondrien, das sind die Energiefabriken in der Zellen, die entscheidend dieses Licht verarbeiten können. Das, was im Auge ist, sind diese Mitochondrien. Da gibt es ganz viele in diesen Rezeptoren, diese Energiefabriken, die das machen können. Und wenn sie Lichtenergie aufnehmen, haben sie viel Energie davon. Haben sie wenig Lichtenergie, haben sie weniger davon und weniger Funktion. Das heißt, das sind die Mitochondrien, die wandeln sozusagen Sonnenenergie in ATP. Können Sie sich erinnern, das Adenosintriphosphat, das ist sozusagen die biochemische Energie. Und schon haben wir Sonnenenergie draußen über die Antennenpigmente aufgenommen, über die energiereichen Moleküle umgewandelt und schon haben wir biochemische Energie. Das ist dieser Vorgang. Ist nicht nur die Pflanze verwandelt die Sonnenenergie, sondern wir Menschen können das genauso machen. Ja? Das sind also ganz wesentliche Energien, die wir hier haben und damit können wir hohe Energie praktisch kanalisieren. Und wer zu wenig Energie hat, ja, man kann Energie auch mit dem Bewusstsein steuern, ganz wichtig. Ja? Ihr Bewusstsein kann Energie steuern, das heißt die Ausrichtung, was wir alle ja lernen, uns auszurichten, auch das Gebet ist eine Ausrichtung. Ja? Und dies ist einer der höchsten Kräfte. Wenn wir uns ausrichten, dann können wir Energien kanalisieren, ja? Können wir Energie aufnehmen. Wenn Sie sich zum Beispiel nicht nur in der Sonne unbewusst herumlaufen, bekommen Sie auch Sonnenenergie. Aber in dem Moment, wo Sie bewusst mit Dankbarkeit es aufnehmen, die Sonnenenergie, kommt ein Unmengen an mehr an Sonnenenergie, kann aufgenommen und verarbeitet werden. Das heißt, Sie, Ihre Einstellung, beeinflussen Sie, wie viel Energie Sie von dem Spaziergang mitnehmen und nicht. Wenn Sie rausgehen und sich ärgern sich und sind krantig, haben einen Groll und diese Dinge, dann sind Sie mit lauter Wolken zu und da kommt die Sonne nicht so durch und daher weniger. Dann kommen zwei vom Spaziergang zurück, der eine ist geschlaucht, müde und der andere ist aufgetankt in seiner inneren Kraft und Ruhe. Ganz entscheidend. Ja? Man kann diese innere Kraft, ich zeige auch, diese innere Kraft zu bündeln. Ja? Wir sehen es bei den Shaolin-Mönchen. Ja, dieses Lernen über die geistige Einstellung, diese Energie zu bündeln. Ich habe bei denen gelernt auch, wir wissen, dass man durch Meditation, Kontemplation, durch Gebet und auch diese Energien bündeln können. Ja? Und wenn wir das lernen, wieder mit unserem Bewusstsein die Energie umzugehen, können wir viel Lichtenergie rausziehen, auch an Schattentagen, wo die Sonne nicht so durchkommt. Da ist ganz entscheidend. Also experimentieren Sie damit, einfach mit Dankbarkeit, Annahme. So wie Sie das Essen ja auch mit Dankbarkeit annehmen, wenn Sie hier vorher ein inneres Gebet sprechen, wenn Sie innere Worte oder eine Innehalten haben und das, wow, dann können Sie das besser verstoffwechseln, weil mehr Energie auf da ist. Ja? Also das hat alles nichts nur mit Religion oder mit Esoterik oder mit irgendwas zu tun. Nein, es ist Wirklichkeit, es ist Funktion. Und in jeder Religion wird es den Menschen beigebracht, egal welche Religion. Ja? Und wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen ein bisschen, wie Energie, wenn man Energie mit dem Bewusstsein steuert, welche Kraft man auch bekommt damit. Wollen Sie das sehen? Ja? Da brauche ich einen Mann, der ein bisschen Kraft hat. Bitte schön, kommen Sie.
Irgendwer muss den Mut ja wieder haben. Danke fürs Kommen. Grüß Gott. Ja. Ganz einfache Aufgabe. Sie brauchen meinen Arm nur so abwinkeln. Ja. Machen Sie es einmal so. Ja. Ui, wenn Ihre Hände anschauen, Bänder. Kraftvolle Hände, die brauchen Sie nicht verstecken. Da können Sie stolz sein auf solche Hände. Die haben Arbeitskraft. Ja. Die sind fleißige Hände. Okay, nicht verstecken. Ja. So. Und zwar meinen Arm abwinkeln. Ja. Also, erst Techniker oder ein Mann, also sofort den Hebelarm, da werde ich wenig. Na, kann es machen, kann mit Hebelarm, ja. Na, mit Hebelarm. Und das Abwinkeln, ja. Das da. Da habe ich natürlich wenig Chance, ja. Jetzt mache ich es ein bisschen anders, ja. Ich werde es mit Energie bündeln. Geht schon. Okay, danke. Merken Sie, wie eine Eisenstange, ja. Sagen Sie mal, was Sie gespürt haben. Was Sie gespürt haben, sagen Sie es vielleicht kurz fürs Publikum. Ja, gespürt. Was Sie gespürt haben. Geht. Okay, es ist wie eine Eisenstange. Ja, ja. Danke schön. Ja, danke. Es nur zu zeigen, und haben Sie bemerkt, ich habe mich auch nicht angestrengt. Ich war nur ausgerichtet, ja, und in dem Moment ist Kraft da. Wollen Sie es selber spüren? Sie haben den Mut gehabt, dann lasse ich Ihnen das auch spüren. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist sehr kräftig, ob ich das mit Ihnen machen kann. Tun Sie mir das da raufgeben, ja, den Arm, ja, und ich ziehe das einmal weg. Ja. Okay, ja, das geht schon. Okay, ja. So, und ich gebe Ihnen jetzt einmal ein bisschen Energie. Spüre mal rein, achten. Und jetzt richten Sie sich aus, geben Sie die Hand am Kopfbereich, ja, richten Sie sich aus und spüren diesen Energiefluss auch mit dem Bewusstsein zu steuern, als wäre das hier angeschweißt. Ja. Ja, okay. Der biegt fest drinnen. Ja? Haben Sie sich angestrengt? Ja? Merken Sie, es ist auch nicht angestrengt. Ja? In dem Moment, wo Sie Energie bekommen, und diese Energie, wo ich gesagt habe, Sie fokussieren Sie es hier auf diese Richtung, dann fließt die Energie auch dorthin. Und in dem Moment ist die Energie da. Und wir sehen, mit Lichtenergie geht es sehr rasch. Wir müssen jetzt nicht das monatelang einnehmen, es ist gleich da. Bei der Christine gibt es. Literweise. Aber Sie brauchen nur relativ wenig, daher genügen auch diese kleinen Fläschchen. Ich wollte nur zeigen, dass das jetzt nicht eine Einbildung oder dass man das lange Zeit trainieren muss. In dem Moment, wo Energie da ist, ist sie da. Und in dem Moment, wo sie da ist und Sie lernen, es auch zu lenken, können Sie es auch richtig einsetzen. Und Sie werden merken, Sie haben gesagt, wie leicht es geht, Sie brauchen sich nicht mehr anstrengen. Und so geht auch die Arbeit leichter von sich. Ja? Das ist so die praktische Anwendung, wenn wir zum Beispiel, ich verwende es bei Patienten, die jetzt Muskelschwächen haben, die jetzt nach einer Gipsabnahme ganz schlaffe Muskulatur haben oder eben lange Zeit bettlägerig waren oder Sportler, die jetzt einfach mehr Kraft haben wollen, ja, kann man hier das mit 7 Tropfen oder wenn man den Sprühkopf nimmt, kann man sich das auch reinsprühen oder eben in ein Glas Wasser sprühen und einnehmen. Und damit hat man mal so die Energieversorgung des Tages. Man kann sich damit auch das Wasser aktivieren, man kann es in die Speise geben, also das ist durchaus möglich. Das ist sozusagen Energie. Und die Energie ist ja nicht ohne. Gehen wir in die Biochemie, ein ATP, ja, aus 1 Mol Photon Lichtquant, also Photon ist eine ganz kleine Einheit, ja, erzeugt 3 Moleküle ATP. Moleküle sind Tonnen, aber Tonnen gegen hier Photonen, ja, und Mol. Also enorm viel, aus 1 Mol kommen 3 Moleküle ATP, also ist eine sehr große Menge, die da entsteht. Ja. Das heißt, die Zelle hier braucht Basen einmal, Natrium, Kalium, Magnesium, ja,
Und Natrium hier wird in der Pumpe reingepumpt, rausgepumpt und daraus, wenn man auch Lichtenergie, daher lade ich alle Heilmittel, sie mit Lichtenergie aufgeladen. Das ist ein patentiertes Verfahren, wo das ich durchführe, um diese Heilmittel zu aktivieren, weil die Heilmittel brauchen Energie. Wenn Sie zum Beispiel keine Energie haben, kann kein Heilmittel wirken. Denn jedes Heilmittel, ob das jetzt schulmedizinisch ist, pharmakologisch oder Naturheilmittel, braucht immer Energie zum Verstoffwechseln und dann zum Wirken und dann zum Heilen. Stimmt's? Ohne Energie läuft nichts. Und da habe ich gesehen, dass viele Menschen krank sind und jetzt nehmen sie Heilmittel ein und es wirkt aber trotzdem nicht. Und Schulmedizin sagt man, ist austherapiert, geht nichts mehr. Aber es ist nicht austherapiert, sondern die hat einfach zu wenig Energie. Ich nenne es das PET-Syndrom, das pathologische Energiedefizit. Gibt man wieder Energie, kann sie die Heilmittel verstoffwechseln, verarbeiten und schon wirkt die Therapie. Das ist ganz wichtig, egal welche Therapie noch gemacht wird. Grundlegend ist Energie notwendig, daher gebe ich diese Energie in jedes Heilmittel, sondern wie die Sonne überall reinkommt und wir sehen, Sonnenenergie ist speicherbar. Und aus Heilmitteln zu geben, war die Aufgabe, wie kann ich Sonnenenergie speichern? Wenn wir rausgehen, spüren wir es ja, haben wir es. Aber wie kann ich speichern im Winter, ja, und lange Zeit speichern? Das ist ein natürlicher Vorgang. Die Blume speichert die Energie, der Baum speichert die Energie. Und wenn man einen Baum 30, 40, 50 Jahren, 100 Jahren speichert, der Sonnenenergie. Und dann wird er geschnitten, wir machen Holz, wir heizen ein. Und dann sehen wir einen transformatorischen Prozess, einen umgekehrten Prozess. Materie wird wieder zu Licht. Die Energie, die hier über Jahrzehnte oder Jahrhunderte reingespeichert wurde, wird wieder im Feuer sichtbar. Wir sehen hier alle Frequenzen, wenn Sie die Farben sehen, grünlich, bläulich, ja, gelblich, orange, rötlich. Also alle Frequenzen, die kann man messen, ist der Energiegehalt, der in diesem Baum drinnen ist. Das heißt, aus Energie entsteht Materie, wenn Materie wieder verschwindet, sich auflöst, entsteht wieder formlose Energie. Weil Energie und Leben ewig ist, lässt sich nicht vernichten. Ja? Und wir nehmen also diese Energie. Hildegard von Bingen schreibt auch hier in einem Heilbuch, wenn wir zum Beispiel eine Sauna haben, die Ulme. Jedes Holz hat eine andere Frequenz, ja? Nimmt eine andere Sonnenenergie auf. Und wenn man das ins Feuer gibt und dann diese Rheumaschulter hinhält, ja, dann kommt genau diese heilende Frequenz. Wir kennen es von der Infrarotbestrahlung, wie das angenehm gut ist. Es gibt aber noch mehr Strahlung als nur das Infrarot. Und jedes Holz hat seine eigene Strahlungsfrequenz und Lichtfrequenz. Und wenn man diese Wärmestrahlung im Körper bekommt, ist es sehr heilend. Beim Lagerfeuer sitzen, ja, fasziniert uns das Feuer ja auch sehr. Wenn wir da hineinschauen und merken, dass hier ein Transformationsprozess. Hier wird wieder das, was hier reingespeichert wurde von der Sonne, Licht und Energie und Wärme wird wieder frei. Das ist also hier, wie Sonnenenergie aufgenommen werden kann, wie Sonnenenergie verwandelt werden kann und wie Sonnenenergie eben gespeichert werden kann. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die medizinische Anwendung an, wie man da die Sonnenenergie, die Lichtenergie, Lichtquantenenergie medizinisch benutzen kann und verwenden kann. Das heißt, hier ist ein Zellaktivator, den ich hier schon vorgezeigt habe. Das ist ein Konzentrat, ja, aus den helotechnischen Forschungsarbeiten, wie wir Sonnenenergie speichern können. Mich hat das vor 35 Jahren, ich erinnere mich immer noch, so begeistert. Und ich bin überall hingefahren, nach Ägypten und der sich mit Sonnenenergie beschäftigt, Inkas, und habe die Bücher gelesen und dann meine Forschungsarbeiten begonnen, um die Sonnenenergie wirklich adäquat speichern zu können. Denn wir wissen, wenn Sie zum Beispiel gewandt in die Sonne hängen, sonnengetrocknet, das duftet, ja, und das ist frisch und das ist sehr angenehm. Und nur hält es nicht sehr lange. Und das ist das Problem, die Sonnenenergie lädt sich auf, ja, auf Wasser, lädt sich ein bisschen auf, ist wieder weg, ja, oder auf andere Substanzen. Also, und wir haben eine Methode gefunden, wo man diese Energie tatsächlich auf Langzeit speichern kann. Und was ist denn da drinnen in so einer Fläschchen? Eine hohe Anzahl von freien Elektronen kann man messen. Ja.
Das nächste, hier hochwirksame, kohärentes Licht. Eine Kohärenz ist ein Gleichklang, ein Zustand, wo man fast keine Energie braucht. Das ist ein wunderbarer Zustand. Denn wenn zwei Systeme in Kohärenz gehen, in Resonanz, dann in Kohärenz. In Resonanz müssen sie die gleiche Schwingung erhalten. Und in Kohärenz, dann brauchen sie keine Energie mehr, man kann stundenlang stehen. Und das lehre ich auch ja hier über Morphokybernetik. Ja, und wir haben bestimmte Sonnenfrequenzen, die das besonders stark übertragen können. Das zeige ich dann noch vor. Ja, wie das hier geht. Dann haben wir eine große Dichte und Intensität an Lichtquanten, die drinnen sind. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, der Körper funktioniert elektrisch. Wenn Sie was hören, ein Schall wird umgewandelt in Elektrizität. Ein optischer Reiz wird umgewandelt in Elektrizität. Ihr Essen, der Geschmack, wird umgewandelt in elektrische Aktivität. Ihr Geruch wird umgewandelt im Nasenbereich in elektrische Aktivität. Alles ist elektrisch. Ja? Und die Sonnenlicht ist hoch elektromagnetische Wellen sind das. Ja? Und interessant, dass hier die Sonnenlichtquantenkonzentrate wirken sozusagen auch antitoxisch. Ja? Nämlich, ich habe das gemerkt bei Bienenstichen, Wespenstichen hier, habe ich Patienten, die reagieren enorm allergisch, ja, die können kaum gehen, haben gleich Cortisonspritze mit und Antiphlogistikerspritze mit. Das heißt, die Eiweißmoleküle von den Toxinen sind positiv geladen und die Elektronen sind minusgeladen, die hier aufgeladen sind, ja, im Zeller, die sind also hohe minusgeladen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Wespe hier ihr Gift reinspritzt, ja, haben sie hohe positiv geladene Gifte und wenn sie dann den Zellaktivator draufgeben, ja, haben die Minusladung und neutralisiert das und macht das Gift praktisch unschädlich. Das heißt zumindest, man bekommt vielleicht auch so wie im Gelsenstich so eine Quartelbildung, ja, eine Rötung, ein Juckreiz, aber es schießt nicht mehr drüber. Das ist schon sehr enorm. Also wenn Sie da so Gelsen oder normal, also wenn Sie allergische Reaktionen, normale Giftwirkung wird verdünnt vom Körper, ist einige Zeit da, vergeht, das kann man nicht verändern gleich. Aber wenn so allergische Reaktionen auftreten, übermäßige, die können Sie damit machen. Da empfehle ich, es einzunehmen, ja, so 7 Tropfen einnehmen mit Wasser und dann draufsprühen oder drauf tropfen, einwirken lassen und wieder und wieder und wieder. Wir werden sehen, normal hätten Sie so einen Arm bekommen, ist es Gott vielleicht eine Kleinigkeit, die dann da ist. Das ist sehr schnell bemerkbar. Eine weitere Wirkung sehen wir auch bei Hauterkrankungen, hier beim Handekzem. Wenn man diese Handekzeme verwende ich immer, wie gesagt, den Zellaktivator bei entzündlichen Prozessen, bei Eiterungen, bei eitrigen Wimmel, nach dem Rasieren, wenn man da ein bisschen Rötungen, Entzündungen hat, draufsprühen, ja, das heilt relativ rasch ab. Also desinfiziert, wir wissen, UV-Licht, kurzwelliges Licht desinfiziert ja auch. Ja. Hier negative Elektronen, die Toxine sind positiv, neutralisieren diese auch. Ich habe einen Patienten gehabt, eine Patientin, die hat mich angerufen, die hat in Kärnten gelebt, ihr Mann war schon 95 und kam ins Krankenhaus, er nahm schon lange Zeit Cortison, also hat fast kein Immunsystem mehr gehabt, die Haut war nur mehr papierend und er hat eine Darminfektion erhalten. Die haben ihm dann aufgeschnitten, das ist dann aufgegangen, haben aufgeschnitten, haben gesehen, da ist kaum mehr was zu machen, haben ihn dann nur abgedeckt lassen, haben mir gesagt, also er wird nicht mehr das Krankenhaus verlassen. Die haben dann sehr verzweifelt angerufen und haben gesagt, was können Sie tun? Das hält nicht zu und sie haben es zugenäht, es ist wieder eitrig geworden, sie haben es offen gelassen, habe ich gesagt, Lichtquanten. Raufgeben, konzentriert raufgeben. Und es gibt auch ein Geschäft unten, Apotheke, wo sie es bekommen kann. Und ja, sie hat es dann gemacht und hat es wirklich also in größeren Dosierungen in die Wunde sprühen und einnehmen. Und so, sie ist fast den ganzen Tag bei ihm gesessen, weil sie nicht gewusst hat, wie lange er noch leben wird. Und hat das auch gemacht, fein. Immer gedacht, ja, man kann ihm vielleicht den Übergang erleichtern damit. Ja, weil der Oberarzt, mit dem wir gesprochen haben, sagt, also, das ist also nicht mehr zu machen, er ist auf Urlaub und 3 Tage, 4 Tage und er wird dann kommen, wahrscheinlich wird er dann nicht mehr da sein. Und
Das hat das jemand angerufen, ständig Kontakt gehalten. Die Entzündung ist zurückgegangen, die Eiterungen sind zurückgegangen. Ja, und der Oberarzt kam zurück vom Urlaub, hat sich gewundert, dass er noch lebt. Und die Eiterungen und die Entzündung sind vollständig zurückgegangen, sie konnten ihm zunähen, die Wunde ist auch wieder geheilt und ist vom Krankenhaus entlassen worden. Das war für mich so eine sehr tragische Situation. Ja? Situation, die da sehr intensiv zu sehen war, wie das wirkt. Also wenn Sie das einsetzen wollen, auch die therapeutische, immer auf entzündeten, auf eitrigen Stellen, kann man auch in die Wunde geben. Und also wichtig, ins Auge brennt es zu viel, weil es ja auch Salz trennen. Ja? Also das würde eher verdünnen und dann nur so blinzeln und ein bisschen waschen, also nicht direkt ins Auge reinsprühen. Ich habe am Anfang gesagt, überhaupt nicht. Nur habe ich eine Patientin gehabt, die hat das gemacht, die hat immer wieder eitrige Augenentzündung gehabt und sie war fast erblindet, sie hat schon die fünfte Operation hinter sich gehabt und die hat dann das verwendet, die hat Cortison und Antibiotika auch regelmäßig bekommen und wie sie das genommen hat, ich habe am Anfang gesagt, bitte nicht in die Augen geben, ja. Die hat das gemacht eigenständig und die Augen sind wieder geheilt. Und seitdem sage ich bitte, das ist inoffiziell, aber man kann es mit verdünnen, um die Hälfte verdünnen, vielleicht umleeren, Hälfte kann man dann Wasser oder physiologisches Salzlösung reintun und dann praktisch Augen zumachen, ein bisschen sprühen oder waschen, ja, in dem Sinn, wenn so eitrige Augenentzündungen da sind und immer wieder Augenproblematik. Auch hier die Hand, sehen Sie, hier das Ekzem, die Entzündung geht zurück, geht weg. Hier braucht sich jetzt auch gute Basenhandcreme, basische Körperpflege, damit die Haut auch noch schön wird. Eine Patientin, die kam in die Praxis, das hat sie bereits seit 2 Jahren, kontinuierlich, das war der schönste Prozess. Ich hatte immer wieder offene Wunden gehabt. Hier sieht man die Betasodona-Behandlungen, die sie bekommen hat vom Hausarzt, aber es ging nicht weg. Wir haben dort auch von innen her behandelt, den Darm, da sind Allergien da, gereinigt. Entsäuert den Körper, Fußbäder habe ich gesagt, sofort Fußbad rein, es zieht die Gifte raus, ja, durch die Osmose und basische Hautpflege beginnen und auf den entzündeten Stellen darf man keine Creme verwenden, wenn es nässend ist, nur wenn es trocken ist, wenn es nässende Stellen, nie Creme verwenden, egal welche. Ja. Auf nässende Wunden keine Creme, wenn trockene sind, dann kann man Creme verwenden, da habe ich gesagt, Zellaktivator sprühen, wenn es geht stündlich, umso besser. Hat sie auch gemacht und wir konnten also hier wunderschöne Ergebnisse erreichen. Wir sehen auch hier relativ in kurzer Zeit, nach 8 Wochen, und sie hat bereits seit 2 Jahren ständig Verbände, ständig Antibiotika und Antiphlogistika bekommen und Schmerzmittel. Wir sehen also, wie wichtig es ist, weil Sonnenenergie kann bis in die DNS hineinwirken, in die ganzen Immunsituationen hineinwirken, das ist enorm. Und da sehen wir, die Sonnenenergie geht bis zum Immunsystem, bis zur DNS hinein. Und wenn wir uns die DNS ein bisschen anschauen, wissen wir von der wissenschaftlichen Seite her, die Replikation ist die Zellvermehrung, die Reparatur der DNS. Ja, die DNS kann sich reparieren, die kann sich verändern. Daher lassen Sie sich nicht einreden, oi, das ist ein genetischer Schaden. Und jetzt glauben Sie, weil die Großmutter den gehabt hat und da die Mutter und jetzt bekommen Sie es auch. Nein, das muss nicht sein. Die DNS ist lernfähig, die DNS ist reparaturfähig, das geschieht auch ständig, das ist ein natürlicher Prozess, den jeder Biologe und Mediziner ja auch kennt. Ja? Nur die von der Pharmaindustrie wird das alles so abgestempelt und es wird zum Opfer gemacht. Nein. Und vor allem die Lichtquantenmedizin wirkt bis in die DNS, in die Reparaturvorgänge mit hinein. Das sind ganz wesentliche Dinge. Denn daher sehen Sie auch, dass man zum Beispiel genetisch bedingte Erkrankungsbilder. Was haben wir für genetisch bedingte Hauterkrankung? Neurodermitis. Neurodermitis kann vererbt werden, kennen wir, und wird es auch, bis einer sich verändert. Das heißt, die DNS, ja, und die neue Wissenschaft der Epigenetik weiß, wenn sie sich verändern und wenn sie ihr Bewusstsein, kann die DNS verändern. Also sie brauchen sich nur im Geiste verändern und damit verändern sie das Ganze. Ja? Und die Wunderheilung und die Heilung, die Christus gemacht hat, ja, es ist Bewusstsein, das ist geistige, ja, Kraft. Und die macht, sozusagen, verändert den Körper. Der Körper kann ja selbst nicht krank werden, weil Körper keine Schöpferkraft hat.
Ganz wichtig. Denn wir glauben, dass ein Körper krank werden kann. Wenn man das glaubt, dann gibt man dem Körper Schöpferkraft. Nein, nur der Geist hat Schöpferkraft. Das ist ein Geschenk Gottes. Und dann, der Körper ist die Folge davon, die Auswirkung davon. Über den Körper können wir es sehen. Aber was heilen muss, ist der Geist, ist deine Einstellung, ist deine Veränderung, die du machst. Und da verändert sich in der Körperlichkeit was. Der Körper kann nicht krank werden, kann nur der Geist krank werden. Und wenn wir danach schauen, können wir das von dort auch beginnen. Weil sonst würden wir die Körperschöpferkraft geben und wir wären das Opfer aus Geist. Nur zu denken, das ist ein Programmfehler. Wenn man den Programmfehler korrigiert, daher ist hier die Heilung, die Christus ja auch gemacht hat, zu sehen, dass der Geist heilt und sogar hier eben auch scheinbar Tote erweckt. Hier zum Beispiel in der Praxis, was ich erlebt habe, wenn ich Lichtquantenmedizin einsetze, kann man auch genetisch bedingte Erkrankungen gut behandeln, wenn man sie ganzheitlich behandelt. Ja? Hier zum Beispiel gekommen, Eltern mit ihrem Kind mit Neurodermitis, sie sehen, das ist ein Fleischlaberl. Ja? Also absolut, also die nimmt jeden Tag Cortison, sonst geht das gar nicht. Ja? Konnten wir auch nicht gleich absetzen, ja? Das war nicht möglich. Dahinter stecken immer Lebensmittelunverträglichkeiten. Die teste ich aus. Die müssen, meistens ist es Milch, ja? Milch, Weizen, Ei bei den Neurodermitis. Also Milch absolut weglassen, wenn Sie einen Neurodermitis-Menschen kennen, dann haben Sie mal schon große Belastungen weg. Weil Neurodermitis ist ein komplexes System von Allergien, von Darmstörungen, Immunstörungen, ja, von in genetischen Dingen und vom psychischen Bereich. Deswegen heißt Neurodermitis Neuronervensystem. Ja. Also die Psyche ist auch entscheidend bei der Krankheit und daher haben wir das Mädchen auch von allen Beinen behandelt. Über die Allergene getestet, Allergene weggelassen, Darmsanierung gemacht. Basische Hautpflege ist das Erste. Eine Neurodermitis darf keine herkömmliche saure Hautpflege verwenden. Da wird die Haut kaputt. Ja? Sondern braucht Basen und Basen und Basen. Und wir haben dann begonnen, dann sind die Schmerzen zurückgegangen. Hier wird der Mutter gesagt, den Körper immer wieder ganz sprühen, mit dem Zellaktivator einsprühen, eintrocknen lassen. Ja? Dann Basenbäder, die hat die Juckreiz einmal genommen, regeneriert die Haut wunderschön, von innen her Basen einnehmen, dann von innen her natürlich die Allergen, die Allergiebehandlung gemacht, Immunstärkung, all das muss in Kombination machen und wenn das geschieht, schauen Sie sich an, wie dieses Mädchen ausschaut, hat wieder eine normale Haut, kein Cortison mehr, ja? Und das ist möglich. Da sieht man, dass die Haut nicht sauer ist, sondern die Haut ist basisch, wenn man sie unterstützt. Und die braucht Basen, wenn sie was Saures kriegt, gibt sie um. Ja? Wir haben das so weit desensibilisieren können, dass sie Milchprodukte nehmen kann. Ja? Aber Milch habe ich empfohlen, sie nicht trinken. Aber wenn es hier und da ist, ist auch noch nichts passiert. Ja? Also sie kann halbwegs wieder normal sich ernähren, leben und kann wieder schlafen und kann sich wie ein normales Mädchen entwickeln. Ja? Das war wunderschön zu sehen. Auch die Haut braucht Energie. Ja? Wenn die Haut an Energie verloren geht, wird sie faltig, frühzeitigere Alterung und da fehlt die Energie dahinter. Natürlich auch die Basen vom Darm her muss gearbeitet werden. Und wenn das geschieht, sehen Sie, braucht man kein Botox-Spritzen oder sonstige Dinge, sondern das geht von innen her in der Natürlichkeit. Ja? Was wirkt hier? Eine sonnenangereicherte basische Hautpflege. Man hat eine hohe osmotische Wirkung, es neutralisiert die Säuren, reinigt den Körper sehr schön, ohne den zu reizen und die Kollagensynthese, denn es braucht Basen, braucht Energie und dann den Aufbau eines Mineralstoffdepots, eines basischen und einen Basenschutzmantel, wenn Sie den haben. Ja? Das ist wichtig. Und die Notwendigkeit, ja, dass Energie zugeführt wird, ist ganz wichtig, weil wir brauchen praktisch in den Heilmitteln auch die Energie drinnen, damit die Heilmittel wirken können. Und daher hat sich dann so die Lichtquantenheilmittel, da gibt es so die Konzentrate mit diesem Zellaktivator, ja, und dann diese vier verschiedenen Heilmitteln, aber auch alle anderen Körperpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel sind mit Sonnenenergie aufgeladen. Und da schauen wir uns ja an, wie das funktioniert, wie wir Sonnenenergie speichern können. Dann noch ein praktisches Beispiel von einer Bäuerin, die gekommen ist mit einer Ulcus cruris, das heißt offene Beine,
immer wieder eitrig geworden, das ist der beste Zustand. Sie war schon sehr lange, in 6 Monate in der klinischen Behandlung auch, mit allem drum und dran. Ja, und sie haben mir verboten, dass sie in den Stall geht. Ja, eine Bäuerin nicht in den Stall gehen, nicht? Also das geht ja nicht. Wegen Infektionsgefahr, sie hat sich immer eingemummt natürlich in Stiefeln rein und so. Es war sehr, sehr kompliziert. Sie kam in die Praxis, wir haben wieder von innen her angefangen, bei mir steht der Darm im Mittelpunkt, ja, weil dort 80% des Immunsystems ist, wird begonnen, Ernährungsumstellung, dann sofort Basenfußbäder. Man kann in ein Basenfußbad rein, das hier mit Zellaktivator besprühen, das nimmt sie mit, besprüht ständig, was nur geht. Und wichtig ist rundherum, ja, warum heilt die Wunde nicht zu? Die Wunde heilt vom Rand weg. Da kommt das neue Gewebe, das Granulationsgewebe, ja, ganz feine Haut kommt da. Und dann kommt es in diese Wunde da rein, da ist Eiter drinnen, ja, da ist Histamine, Prostaglandine, das ist alles sauer. Und diese feine Haut verätzt, daher hält es nicht zu. Und das ist auch der Beweis, dass die Haut nicht sauer ist, sondern basisch ist. Und jetzt können Sie Folgendes machen. Ich habe gemacht, ich gebe rundherum die Basencreme. Nicht in die Wunde reingeben, sondern rundherum die Basencreme, damit wird sozusagen die Säure neutralisiert und die neu einwachsende Haut überlebt und wird dann, kann dann immer weiter reinwachsen. Und das hat sie gemacht und man sieht, sehen Sie, wie das da reinzieht, immer desinfizieren, rundherum das auftragen, Basenfußbäder machen, durch den Zellaktivator wird es desinfiziert. Und von innen her haben wir natürlich geschaut, dass Entsäuerung von innen her, Stoffwechsel wieder korrigiert, das ist wichtig. Darmflora aufgebaut, ja. Und schauen Sie, und das wird dazu geheilt. Das sind also ganz wichtig, und zwar in 15 Wochen, ja, ist das zugeheilt. Und das heißt, die kenne ich jetzt jahrelang, ist nie wieder aufgegangen und ich kann ihre Arbeit am Bauernhof wieder nachgehen. Das sind also sehr schöne Dinge. Jetzt schauen wir uns an, wie leitet dieses Licht, wie kommt das in den Körper hinein? Da gibt es im Körper eine anatomische Struktur, das Zytoskelett, ja, das sind so, und das, wenn man dann fotografiert, mit Spezialaufnahmen, sieht man diese Lichtleiter. Das sind lauter so, hier so Proteine und Kanälchen, die dann das Licht leiten können. Das sind so richtige Lichtleiter, und wir kennen das, hier anatomisch die Aktinfilamente, Mikrotubuli, Intermediärfilamente für die, die sich an Biologie erinnern, an Histologie erinnern oder an Medizin. Das sind diese anatomischen Strukturen, die wir kennen und da sieht man das Licht da drinnen. Das sind so, wir kennen die Lichtleiter, die leiten sagen, das Licht durch und die Zelle hat solche Strukturen, wo dieses Licht geleitet wird. Und das sieht man auch hier in dieser Zelle, nennen Sie, und die Zellen blinken sich zu und gehen in Lichtgeschwindigkeit, informieren sie sich darüber und koordinieren diese Funktionen im Körper. Interessant ist, dass der komplizierte Vorgang der Zellteilung, ja, über Licht gesteuert wird. Das kann man fotografieren. Sie sehen hier diese Mikrotubuli und die Funktion, das ist außerhalb des Spindelapparates. Die Spindelapparate müssen sich trennen, damit dann 2 Zellen entstehen. Und dieser Vorgang wird über Licht gesteuert, wie wir hier sehen, ja, über diese Funktionen, bis das Ganze schön getrennt ist. Wenn also genug Licht da ist, kann eine Zellregeneration und Wachstum wieder erfolgen. Daher heilt die Wunde auch sehr schön, wenn Sie das draufgeben. Das sind also hier auch schöne Fotos, die man hier machen kann über die Lichtleitung. Wie kann das Licht jetzt gespeichert werden im Körper? Und da gibt es so 3 Hauptmöglichkeiten. Die Speicherung in Körperflüssigkeiten, und zwar in kohärente Domäne, nennt sich das physikalisch, oder Speicherung in Zellstrukturen durch elektromagnetische Wellen oder dann durch Speicherung durch energiereiche Moleküle und Elektronen. Das heißt, jede Zelle ist ein Hohlraum. Ja? Und wir wissen in der Technik, wenn die Wellenstrahlung, die reinkommt, mit dem Hohlraum, mit der Größe übereinstimmt, in der halbwellig oder ganzwellig, dann kommt es sozusagen zu einer Brechung. Und der menschliche Körper hat sich ja entwickelt in der Sonne und hat sich auf die Sonnenfrequenzspektren auch eingestellt. Und daher, das Sonnenspektrum stimmt genau mit den Resonanzräumen der Zelle überein, weil die Zellgröße zwischen 1000 bis 2000 Nanometer ist. Ja, und da passt genau eine halbe oder eine ganze Welle rein.
Und wenn man sich das physikalisch anschaut, da kommt eine Welle, ja, elektromagnetische Welle, und wenn die Zellstruktur genau passt, dann wird das eine ganze Welle, pop, wird gebrochen, kommt zurück, wird gebrochen, kommt zurück, und dann habe ich hier eine stehende Welle. Und das ist die Energie, die praktisch reinkommt und da, wo wir Energie speichern können und in eine Kohärenz kommen, wo wir keine Energie brauchen. Das ist sehr interessant. Oder wenn zum Beispiel die halbe Wellenlänge kommt, naja, halbe, brechen, dann haben wir diese Form. Das heißt, die Zelle kann lange Zeit, wenn es in der Sonne, diese Energie speichern und in diesem kohärenten Zustand verbrauchen wir keine Energie. Und ich mache in den Seminaren, die ich halte, die Woche ein Seminar, lerne ich den Menschen, in die kohärente Energie zu gehen, wo sie keine Energie verbrauchen. Und das kann man lernen, sich einzustellen, weil es ja auch ohne Sonne genug Energie gibt. Wenn sie bewusstseinsmäßig sich öffnen, können sie sehr viel Energie sozusagen reinsaugen, ja, viel mehr, als wenn sie unbewusst sind. Ich zeige Ihnen diesen kohärenten Zustand, diesen Zustand, wo man sehr ohne, einfach ohne Kraftaufwand, ohne Widerstände einfach da ist und angenehm schwingt. Wer will das gern spüren? Zeigt das einmal vor. Wer will diese kohärente Energie spüren, in sein System, in der kohärente, bitte, in ein kohärentes, in der kohärente Phase übergehen. Das kann man lernen. Ja. So. Danke fürs Kommen. Ja. Beschäftigen Sie sich mit Energie? Ja. Okay, was machen Sie beruflich? Musiker. Musiker. Oh, wunderbar. Musik ist Therapie. Ja. Ich gehe jetzt, und zwar kann ich aus zwei verschiedenen Weisen machen. Ich kann es jetzt über Lichtquanten induzieren, die Frequenz, oder ich kann es über das körpereigene morphokinetische Feld induzieren. Wir haben alle das Licht hier an uns. Ja? Und jeder kann, wenn er sich dessen bewusst ist, dieser Felder, auch Heiler für den anderen sein. Und man kommt in dieses Feld, und wenn wir kommunizieren, ja, und mit Musik kommunizieren sie über Frequenzen, über Wellen, ja, und erreichen die Herzen des Menschen. Und wenn wir kommunizieren, ein Gespräch führen, ist die Grundlage, dass wir eine Verbindung aufbauen und dass wir einen empathischen Raum aufbauen, einen einfühlsamen Raum. Das haben wir schon verlernt, den meisten, Empathie, Einfühlungsvermögen. Und das kann man wieder schulen und lernen. Und wenn einem dieses Feld bewusst wird, das mache ich im Wochenendseminar, Morphokybernetik, wo man lernt, wie man auch kommuniziert. Und ich lasse mal, wir bauen ein gemeinsames kommunizierendes Feld auf. Ja. Sie werden es merken, lassen Sie sich einmal nur spüren. Sie werden es im Außen noch merken. Sie werden ein gemeinsames Resonanzfeld haben. Genießen Sie es einfach, was da ist. Sie haben ein gemeinsames, kommunizierendes Feld. Jetzt können wir kommunizieren. Wie fühlt sich das an? Sehr wohlig. Es ist so wieder nach Hause kommen. Es ist Respekt. Es ist Achtsamkeit. Es ist Verständnis. Es sind Herzensqualitäten. Und dieses Feld geht auch vom Herzen weg. Und wenn wir das teilen mit einem Menschen, dann kann das sehr hohe therapeutische Effekte erzielen, nämlich können Sie mal spüren, was Sie spüren, also ja, sagen, was Sie spüren. Wie fühlt sich das an? Ja, warm, wohlig, geborgen. Geborgen, wie nach Hause kommen. Und wenn man das wieder im Körper, nimmt das jede Zelle auch auf. Der Körper, achte, wird sehr elastisch. Ja? Und damit kann man zum Beispiel sehr schöne Muskelspannungen lösen. Einfach nur in diesem kommunizierenden Feld. Ist dieses heilende Feld. Und das ist das Feld, was man in Gespräch aufbauen sollte, wenn man Gespräche führt, Geschäftsgespräche oder andere Gespräche, ist die Grundlage. Wenn wer therapiert, ist das die Grundlage des Therapeutischen, was die Christine ja in der Praxis auch macht. Dass sich manche wundern, warum so ein Einfühlungsvermögen da ist, warum sie das spürt, warum sie das weiß, wenn man hier ja ein gemeinsam kommunizierendes Feld hat, ein empathisches. Und das ist die Grundlage. Es verschwindet Aggression, es verschwindet Anspannung und damit kommt innerer Frieden.
Das, was man hier schenkt, mit dieser Qualität, nämlich Frieden in die Welt zu bringen, zum Nächsten und in sein kommunikatives Feld zu bringen. Und das kann jeder lernen, das lernt man an einem Wochenende, Morpho Kybernetik Basis 1. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel musizieren, ja, und dieses Feld bewusst ausdehnen, ja, und dann da sind, und viele Musiker kommen unbewusst dann, wenn sie sich ganz verbunden sind mit diesen Wellen der Musik, ja, sind sie auch eins, und wenn das Publikum dann mit denen in Resonanz geht und dann den Inhalt, kennen wir das alles, geschieht genau das, was ich hier vorzeige. So, wow. Wenn man hier, egal welchen Musiker, ja, jetzt hört, wow, ja, schwingen alle mit. Sie können sich, wenn Sie wollen, das Feld jetzt ausdehnen, wo Sie spüren. Das kann jeder selbst entscheiden, wenn er einsteigen will, kann er jetzt mitschwingen. Ich dehne das Feld aus, ja. Achten Sie, was Sie fühlen und spüren. Geben Sie jeglichen Widerstand weg, Sie merken, Sie brauchen keine Kraft, keine Energie. Ja, genau. Genau dieses Feld, was wir haben, es ist Musik für die Seele. Es ist genau das, was heilt. Und das kann jeder jeden schenken. Stellen Sie sich vor, es schenkt auf der Welt jeder jeden diese Herzensenergie. Das kommt von Herzen, die Qualität. Ja? Wie viel Frieden hier, Verständnis hier da ist. Und daher lehre ich das, wer das lernen will, das können nicht nur die Shaolin-Mönche, das können nicht nur die oder die oder der, nicht nur ich, sondern das können Sie auch lernen. Für mich geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, nämlich das so vielen Menschen als möglich näher zu bringen. Schaut ins Kursprogramm, da stehen die nächsten Seminare drinnen. Im April ist ein Basisseminar, da habe ich ein paar Plätze noch frei. Wie geht es Ihnen? Ja? Dankeschön. Danke. Das wäre so ein Frequenzfeld. Sie können sich helfen damit, zum Beispiel, wenn Sie das jetzt noch nicht so können und nicht im Seminar waren, in dem Sie lernen, dann gebe ich dem Patienten Aufhellung und Harmonie mit. Das ist eine Teilfrequenz von der Sonnenenergie gespeichert, die ein Frequenzfeld hat, was das Energiefeld erweitert, erhält. Deswegen Gelb und Aufhellung und Harmonie. Wer will das gern spüren? Bitte. Vor allem dann, wenn Emotionen da sind. Ja? Wir testen jetzt so Aufhellung und Harmonie. Grüß Gott. Ja. Und zwar, wir machen es mit Emotionen, mit emotionalen Tests, mit den Emotionen können das Energiefeld sehr durcheinander bringen. Wir wissen, wir fühlen uns dann eher nicht wohl, wenn wir an etwas Unangenehmes denken. Ja. Wir testen es auch mit kinesiologischen Tests, ja, weil ich halte, ja. Okay, rastet schön ein, also ist stark, ja. Und jetzt denken Sie einmal an was Unangenehmes. Irgendeine unangenehme Situation. Wenn Sie drinnen sind, heben Sie den Arm. Halten. Festhalten. Ja? Diese Emotion macht etwas im Körper. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt ständig im Groll sind, wenn Menschen stehen, Sie ja nicht, ja, wenn das irgendwelche Menschen gibt, die im Groll sind, das schwächt den Menschen. Und dann plötzlich stolpert er, fliegt dahin, bricht sich ein Bein. Das war vorher die Energie schon nicht da. Und wir haben viele Dinge laufen, viele Dinge verarbeiten wir automatisch. Sind belastend und werden verarbeitet. Aber es gibt manche Dinge, die wir nicht so leicht verarbeiten können. Die bleiben drinnen. Und manche arbeiten das nicht auf, weil wir das in der Schule auch gar nicht lernen. Das lerne ich auch im Wochenendseminar, wie man das aufarbeiten kann. Das ist emotionales Recycling, ja, was man machen kann. Wir müssen unseren Computer auch einmal wieder entmisten, ja, wieder Service machen und durchputzen. Und ich zeige Ihnen jetzt da hier über Aufhellung und Harmonie, das sind also die gelben Lichtquanten, die haben eine Sonnenfrequenz, die das Feld wieder erweitern, durch Strahlen, durch Lichten. Angst ist Schatten. Liebe ist Licht, jetzt physikalisch ausgedrückt. Und Liebe kämpft nicht gegen Schatten, sondern ist einfach Licht. Und daher, weil Licht ist selbst keine Energie. Also
Schatten ist kein, hat keine Energie, sondern braucht Energie. Daher, wenn du Licht bist, brauchst du dich um den Schatten deiner Gedanken, im Schatten deiner Emotionen nicht kümmern, denn die, wenn Licht da ist, erstrahlt es einfach und verschwindet Schatten. Und das werden sie jetzt spüren. Kopf zurückgeben, ich gebe Ihnen 4 Tropfen. 1, 2, 3, 4. Den neuen, ich habe da neue alte Version, neu gibt es auch schon mit Sprüh. Das kann man dann besser applizieren, ist hygienischer, weil manche nehmen es in den Mund und stecken es wieder rein. Daher haben wir das jetzt geändert. Lassen Sie sich das jetzt einmal spüren, wie sich das anfühlt. Und für diejenigen, die, wer sieht denn das Energiefeld des Menschen? Niemand sieht das Energiefeld des Menschen? Haben wir jetzt im Februar das Seminar, kann man am Wochenende lernen. Das ist nur eine Frequenzveränderung. Die Künstler sehen das. Sehen Sie, es werden alle, die Heiligen werden abgebildet mit ihrem Aurafeld, mit Energiefeld. Ja? Der Heiligenschein, der obere Chakra. Ja? Das heißt, jeder, der ein bisschen sieht, feiner sieht, sieht diese Energien und sieht auch diese Frequenzen. Und das wird auch hier ausstrahlen und weiter werden, aber Sie können es auch physisch spüren. Achten Sie mal, was Sie wahrnehmen. Ihre Augen, Sie merken es. Ja? Es wird weit, ja? Die Augen strahlen. Merken Sie die Veränderung? Ja? Die Augen beginnen zu strahlen. Es ist spürbar. Ja? Und in dem Moment, wo dieses Licht reinkommt, ja, lassen Sie es ein bisschen wirken. Genießen Sie es noch. Ja? Können Sie sagen, was Sie spüren? Dass es weiter wird. Okay. Ja. Was achten Sie noch weiter? Also wenn man so die Energie fällt, es geht da sehr schön rauf. Ja. Sie zieht es nach oben, sagen Sie. Okay. Also ich sehe das ja, das Anbindungsfeld geht nach oben. Ja, Christine. Ja, wird so schön angebunden oben. Daher stabilisiert das. Man fängt, deswegen Menschen sagen so, sie sehen das Energiefeld, nicht die Menschen, aber sie sagen, du strahlst heute so. Ne? In deiner Umgebung ist es so angenehm zu sein. Ja? Das ist der Effekt, der ja wahrnehmbar ist. Ja? Das, was Sie jetzt spüren. Und in dem Moment, wo Sie in dieser kraftvollen Energie sind, ja, gehen Sie jetzt hinein in Ihre unangenehme Situation, die Sie vorher gedacht haben. Wenn Sie drinnen sind, heben Sie den Arm wieder. Halten. Merken Sie. Und achten Sie, wie diese, Sie können sich ja erinnern, das wird nicht gelöscht, aber wie ist die Empfindung jetzt zu der Situation? Leichter. So leichter, es wird so, jawohl. Das ist der Effekt. Das heißt, wir bekämpfen das nicht, aber in dem Moment, wo du mehr Energie hast, Aufhellung und Harmonie, ja, diese gelben, kann man das praktisch schön verarbeiten und es bleibt nicht hängen. Ja, genießen Sie es. Dankeschön. Ja, das sind so ganz schöne Dinge. Das heißt, wir können hier diese Lichtenergie speichern. Und je mehr wir davon speichern, ob jetzt hier das über Lichtquanten oder ob Sie lernen, Lichtenergie aufzunehmen, Liebe ist überall. Ja? Christus ist in jedem und Licht ist überall. Wir lernen damit in Kontakt zu kommen und damit diese Liebe zu leben, zu fühlen, zu spüren, das ist Nahrung, das ist Nahrung, davon können wir leben. Deswegen, wer verliebt ist in dem Sinne, also die lebt von der Liebe in Luft, ja, und in der Phase ist es wirklich so. Aber leider ist das nicht Liebe, sondern Verliebtheit, ja, verliebt, ja, und nicht Liebe. Liebe hat eine andere Qualität, die ist beständig und ewig. Und ja, gehen wir wieder zum Körper auch wenn so unreine Haut da ist, Aknebildung da ist. In der Schulmedizin wird Folgendes gemacht, der bekommt Antibiotikum, antibiotische Salbe, Antibiotika zum Einnehmen und dann sind das die Endergebnisse, die oft entstehen. Ja? Das wollen wir nicht. Das heißt, in einer übersäuerten Haut ist der menschlichen Körper, ist der Talg dick und dann kommt es nicht raus, saure Haut und saure Hautpflege verkrampft diese Hautporen, Hautatmung ist nicht gegeben oder reduziert. Damit wird das eitrig da drinnen. Eine basische Haut ist flüssig und kommt daraus, benetzt die Haut als basische Hautpflege, als natürliche und schützt die Haut auch. Das heißt, was haben wir mit dem Burschen gemacht? Mit dem muss ich mal Ernährung, der hat eine Milchallergie gehabt, der hat eine Weizenallergie gehabt. Dann haben wir ihm die Hautpflege erklären müssen. Wir haben die Darmreinigung gemacht, Allergielöschung, Floraaufbau,
Immunsystem stabilisiert und Stoffwechsel korrigiert und da natürlich Hautpflege. Am Burschen muss man das erzählen, die Damen wissen das. Dann eine schöne Hautpflegemittel zum Reinigung, Reinigungsmittel verwenden. Dann Peeling zwischendurch, um diese ganzen verklebten Areale zu beseitigen. In dem Fall nur Peeling in den nicht entzündeten Stellen. Ja? Und dann ein Tonic drüber zur Reinigung auch und dann die richtige Basencreme dazu. Wenn hier fettig, eine Jugendliche ist hier fettig, dann die Klassik-Creme, ja? Und außen kann er die Regulationscreme verwenden. Der hat das wirklich gut gemacht. Wir haben auch die Allergene gelöscht. Ja? Das dauert so 12 Wochen. Er hat sich eingehalten. Er war schon jahrelang jetzt bei sehr vielen Hautfachärzten. Und ist immer wieder vertröstet worden, sagt, ja, ist die Pubertät, damit müssen Sie leben. Und er hat wirklich gelitten, er wollte nicht mehr fortgehen. Die Zeit, wo die Mädchen interessant wären, hat Kontaktschwierigkeiten gehabt, hat sich zurückgezogen und hat wirklich alles gemacht, hat wirklich brav mitgearbeitet. Und man sieht hier, wenn das geschieht, was dann sich verändern kann. Ja? Und da, wie gesagt, die unreinen Dinge mit dem Zellaktivator. Drüber. Ja? Und er war sehr unsicher. Ja? Den gebe ich zum Beispiel Stabilität und Sicherheit, die roten. Und wenn er seine Identität wiederfindet, und in der Pubertät hat er das Thema, bin ich schon Mann, bin ich noch Bub, ja? Da ist eine Identitätsfrage, da gebe ich die grünen Lichtquanten. Ja? Im Grün habe ich Identität genannt, die schauen wir sie auch genauer an. Ja? Identität, wie funktioniert das? Schauen wir uns vielleicht Identität näher an, ja? Weil es geht ja auch bei vielen Erkrankungsbildern, bei Osteoporose zum Beispiel, steckt ein Identitätsproblem dahinter. Wenn der Knochen einbricht, ja, das ist ein innerer Selbstwerteinbruch. Und je nachdem, welches Thema dahinter steckt, ist es der Oberschenkel, ist es die Wirbelsäule, ist es der Oberarm, je nach Thema des Selbstwerteinbruches ist das Organ betroffen davon. Und da geht es darum, wieder die eigene Identität zu stärken. Und die Lichtquanten, die Grünen, haben eine Frequenz, die die eigene Identität stärkt. Aber auf der organischen Ebene kann man es gegen Parasiten einsetzen, denn sie wirken immunstärkend in dem Sinn, dass sie die eigene Identität stärken. Denn welche Aufgabe hat das Immunsystem? Fremdes von eigenen zu erkennen und abzuwehren, um die eigene Identität zu bewahren und zu retten. Stimmt's? Das ist die Aufgabe des Immunsystems. Also, und jetzt können Sie schauen, wenn wir das Acht geben, welche Erkrankungen gibt es, wo das Immunsystem gestört ist und ein Identitätsproblem eventuell dahinter liegen kann. Wie? Autoimmunerkrankung zum Beispiel, ja? Wo Immunsystem das Körper eigene Zellen auffressen. Ja? Warum macht er das? In dem Moment, wo eine Ablehnung da ist, eine Eigenaggression da ist, ja, geht der Körper gegen, ist es eine Spiegelung, geht gegen den eigenen Körper vor, was ja auch das Verhalten dieser Person ist. Autoaggression, gegen sich selbst aggressiv zu sein. Oder es kommen Parasiten, die wandern hier, meistens Phascolopsis busci, ja, da wandern die Zellen ein und dann geht das Immunsystem gegen diese Zellen vor. Ja, weil da Parasiten drinnen sitzen. Da kann man die Parasitenkur machen, die mikrobiologische Reinigungskur, die ich einmal im Jahr empfehle, vor allem im Frühling. Das ist eine Monatskur, wo man sich reinigen kann von schlechten Bakterien, von Fäulnis, von Blähungen und das kann man zu Hause in einer Monatskur durchführen. Und dann gebe ich dazu die grünen Lichtquanten-Identität. Und da geht es darum zu erkennen, in der Pubertät könnte der eine Identitätskrise haben? Na klar, da kämpft er gegen die Erwachsenen. Ich bin auch schon so gut, ja, ich bin der Vater, ich brauche keine Bevormundung mehr, ich kann das besser. Das ist das Messen, die Entwicklungsstadium, die natürliche, das ist die Identität. Wenn Sie das den Kindern geben, wenn Sie merken, es ist mit weniger Kampf die Pubertät durchgangen und man hat viele Probleme weniger, weil es ist sehr schwierig. Die pubertäre Kinder haben oder gehabt haben, wissen das. Also das kann es wirklich sehr schön. Warum? Weil wir damit nämlich nicht die Funktionsidentität ansprechen, sondern die wahre Identität. Und die wird verwechselt. Wir haben eine wahre Identität und das ist eine Lichtidentität. Wir sind Bewusstsein, wir sind Liebe. Ja? Und wir sind Schöpfung Gottes. Ja?
aber nicht, meistens verwechseln wir uns in der Funktionsidentität. Ich bin Lehrer, ich bin Arzt, ich bin Mutter. Das sind Funktionsidentitäten. Und wenn es auf diesen Funktionsidentitäten ein Problem gibt, dass plötzlich hier zum Beispiel, habe ich ein Beispiel, kann ich da ansagen, ich war eingeladen bei einem Generaldirektor, der eine große Firma geführt hat, über 800 Leute, ein gestandener Mann, und ich war bei ihm zum Essen eingeladen, bei seiner Mutter, und ich war schon dort, und er kam nicht zum vereinbarten Termin, Mittagspause, war sehr beschäftigt wahrscheinlich in der Firma, und als er dann nach Hause kam, kam er an und plötzlich, und die Mutter war schon verärgert, das Essen wird kalt und das bratet schon alles an und sagt, Franzl, warum kommst du schon wieder spät, ne? Setz dich nieder, entschuldigen Mama, und sag auch nicht, auf einmal den Baum, so einen statthaften Mann, und plötzlich sagt die Mutter, du Franzl, ist der rekrediert, wie zum Franzl, ne? Und hat sich wie ein kleines Kind benommen und war Schuldgefühle, dass er jetzt zu spät gekommen ist. War interessant nur zum Beobachten. Das heißt, er ist da hier durch die Stimulus der Mutter, die eine starke Kraft hier hat, ne, hier rekrediert. Dann bin ich mit ihm in den Betrieb gegangen, der hat mir die Firma gezeigt. Dort steht er, geht er durch und sage, hey, nichts mehr von Franzl zum Sehen. Ja? Also erinnern Sie sich, dass immer wieder so, geht in seine Funktionsidentität, da wird er schwach. Dann geht er in die Funktionsidentität Generaldirektor, dort ist er stark. Ja? Und daher kann man das so schön testen, wo gibt es noch Konfliktsituationen und wo kann ich diese Dinge auch beseitigen, um die wahre Identität, die Lichtidentität, die ich wirklich bin, leben. Nämlich nicht bin ich die Funktion, ich bin das, was ich immer bin. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Und wenn man aus dem handelt, in die Funktion hineingeht, bleibt man auch stark. Wollen wir das sehen? Nicht? Kann man testen. Wer will gern diese Funktionsidentitäten testen? Bitte schön. Wir testen also die Grünen, Identität. So, danke fürs Kommen. Grüß Gott. So, wir machen es wieder mit dem kinesiologischen Test. Da kann man das sehr schön sehen. Ja? Ich teste mal, ob Ihr Arm einmal stark wird und da stark ist. Halten. Ja, rastet schön ein. Ja? Geht schön. Ja? Okay. Jetzt gehen Sie mal mit Ihrer Aufmerksamkeit. Haben Sie Kinder? Ja? Jetzt gehen Sie mal so im Verhältnis Mutter-Kind-Funktion. Diese Verhältnisse schauen Sie sich einmal an. Sie müssen gar nicht darüber reden, welches Kind ist. Ja? Wenn Sie drinnen sind, sind Sie drinnen? Halten. Hopp. Macht ein bisschen Stress. Ja? Gehen Sie zum anderen Kind? Nur eine. Okay, dann bleibt der Stress bei einem. Bitte. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Gehen Sie mal in die Eheidentität hinein, Sie als Ehefrau zu Ihrem Ehemann. Ja. Lassen Sie mal spüren, diese Situation. Weggeben, ja. Halten. Ja, okay. Sie haben mal keinen Stress oben. Ja. Dann gehen Sie hinein, was machen Sie beruflich? Jetzt noch? Arbeiten. Oh, ja. Na, in der Landwirtschaft, ja. Gehen Sie mal dort hinein. Ja. Allgemein halten. Ja, da gibt es irgendwas, was Stress macht. Ja. Wenn Sie es genau anschauen wollen, gehen Sie mal, wo Sie glauben, dass es Stress macht. Ja, das macht Stress. Gehen Sie mal in eine andere Situation hinein, eine andere Arbeit. Halten. Ja, merken Sie den Unterschied, ja? Auch vom Gefühl her. Man sieht hier durch den Test in den Arm, aber Sie fühlen das ja auch, was da ist. Ja? Ob das Stress macht, nicht Stress macht. Das heißt, wir merken, wir haben mit bestimmten Funktionen immer entweder einen Stress oder keinen Stress. Viele zum Beispiel, die in Pension gehen, die hier Wertschätzung im Beruf erfahren haben, plötzlich werden sie in Pension geschickt. Das kann bei manchen so einen Knacks machen, dass sie plötzlich Identitätsprobleme haben, nicht mehr wert zu sein, keine Funktion mehr zu haben, nicht mehr wichtig zu sein. Das kann richtige Depressionen machen. Das heißt, die sind fixiert in ihrer beruflichen Identität. Wenn die wegfällt oder wenn es da ein Problem gibt, gibt es ein Problem
mit Psyche, mit Körper, mit Krankheiten, alle möglichen. Und damit man da rauskommt, ja, kann man sich helfen, eben diese grünen Identität zu nehmen. Ich gebe Ihnen mal ein bisschen, so zwei, drei Sprühe. Lassen Sie ein bisschen wirken, ist salzig. Ja. Das heißt, lassen Sie ein bisschen wirken. Diese Frequenz macht wieder bewusst, wer wir wirklich sind, die wahre Identität. Nämlich das, was immer ist, unabhängig von den Funktionen. Und wenn man das, sagen wir, uns das wahre Liebe, die man ist, wieder in die Funktion bringt, dann ist man auch in der Funktion stärker. Glaube ich, dass ich jetzt der Pensionist bin und ich bin nicht mehr wert? Nein, ich bin vorher dasselbe und nachher dasselbe. Es fehlt nur eine Funktion weg. Wenn du von deinem Herzen her, von deinem wahren Wesen, von deiner wahren Identität her agieren kannst, wirst du auch in der Pension oder in den Übergang anders schaffen. Ein anderer wird gekündigt, ja? Nach 30 Jahren treuer Firmenarbeit. Ja? Das kann wirklich schmerzhaft sein, klar. Aber bei manchen haben richtig einen großen Einbruch. Und das muss nicht sein, wenn man diese eigene Identität, diese Lichtidentität, diese Liebe, die man ist, von sich bewusst ist. Und das ist das, was Sie jetzt mehr spüren werden. Oh, wie spürt sich das an? Schauen Sie mir das Gesicht an. Schön ist es zu sehen. Ja? Wie fühlt es sich? Ja. Freier. Okay. Worte können immer sehr schwer ausdrücken, wie es wirklich geht. Ja? Es ist nur eine Ausdrucksform. Aber ich glaube, man sieht es ja, hat es sehr schön gesehen. Ja? Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir den Test einmal. Halten einmal. Okay. Jetzt gehen Sie in diese Arbeit, in Ihre Landwirtschaft hinein, die Ihnen ein bisschen Stress macht. Wenn Sie drinnen sind, heben Sie den Arm wieder. Halten. Merken Sie? Und Sie nehmen ja viel mehr wahr. Die Zuschauer sehen ja jetzt nur, dass es stark ist, aber achten Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Sie da in diese Arbeit hineingehen. Was hat sich da geändert? Sie werden krafter und Sie werden merken, dass Sie das dann anders bewältigen, weil da die ganzen Widerstände weg sind und plötzlich läuft es auch ganz anders. Und das ist so wichtig. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass Sie jetzt nicht ständig und fürs Leben lang diese Lichtquanten nehmen müssen, sondern mir geht es darum, dass Sie jetzt lernen, wie sich das anfühlt. Und wenn Sie, es führt Sie wieder zu Ihrem wahren Wesen hin, also aha, so fühlt es an. Und wenn Sie das haben und sich zumindest, man kommt manchmal raus, aber Sie können sich dann, wenn Sie es einmal so erlebt haben, sind Sie relativ bald wieder drinnen. Und wenn Sie das immer wieder machen, so, ach, wieder, nimmt man es wieder, ah, so fühlt es an, und mit der Zeit brauchen Sie das nicht mehr, können Sie es weggeben und sind in der Lage, sich selbst zu stabilisieren, weil Sie gefunden haben, wo Ihre zentrale Energie und Ihr wahres Wesen auch ist. Es ist ja nur ein Hilfsmittel, ein Lernmittel zu Ihrem Bewusstseinsentwicklung. Und das geht's. Also nicht glauben, dass man da abhängig ist, dass man draußen was nimmt und dann plötzlich verändert sich alles. Nein, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Es kann auch noch so kommen. Dankeschön. Ich zeige Ihnen. Okay, dann würde ich Ihnen die Grünen empfehlen, wenn Sie die regelmäßig nehmen. Es ist aber so, achten Sie, wenn Sie das nehmen, kommt, da kann auch etwas hochkommen mit der Zeit. Nämlich all das, was im Wege steht. Autoimmun heißt, das sind auch unbewusste, autoaggressive Verhalten. Das heißt, hört sich sogar tragisch an, ja? Aber man muss in Lebenssituationen oft über Seins, was man gar nicht will, hindurchkämpfen. Ne? Dann ist man hart gegen sich selbst. Und das läuft halt öfter, dass man da drüber fährt und das setzt sich aber fest, wenn man es nicht verarbeitet. Und mit der Zeit hat man dann so viel an Substanz, energetische angehäuft, dass es im Immunsystem sagt, Moment, jetzt muss ich es abräumen. Ja? Aber wenn Sie das verändern, hört das auf. Und da zeige ich Ihnen ein Beispiel vom medizinischen Bereich. Ja? Schauen wir uns vielleicht gleich zu den Identität, habe ich jetzt ein Beispiel
mitgebracht, das ich in der Praxis erlebt habe. Eine Patientin, genau, eine Mutter, die schon sehr lange gekommen ist, ist mit der Kleinen gekommen, seit Geburt auf, also da war sie noch schwanger, in der Schwangerschaftsbetreuung gemacht, dann ist seit klein auf sie betreut, sie kam damit in die Praxis, und zwar kam sie, die hat hochrote Wangen gehabt, aufgedunsen war sie, unruhig und angerührt und also einfach nicht leidlich, ja, und war nicht angenehm für die anderen. Und wie sie angeschaut habe, habe ich gesagt, ja, die hat ein Pilz, ne, sieht man dann, also hat eine Darmmykose gehabt, einen Darmpilz gehabt, gesagt, den werden wir beseitigen. Dann habe ich ihr auch den Lichtmantengrün mitgegeben, das ist ja gegen Parasiten. Immer wenn andere Mechanismen kommen, Parasiten fressen den Wirtsorganismus auf oder belasten ihn. Ja? Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir stärker werden und nicht von anderen, sondern aufgefressen werden. Und wieder die eigene Identität zu stärken. Da habe ich ja die Grünen mitgegeben, gesagt, dreimal täglich so 4 Tropfen oder die 4 Sprüher nehmen. Und sie kam nach 3 Wochen wieder. Und dann habe ich gesagt, dann, wie geht's? Ne? Und habe gesagt, ja, sie haben mir was angetan. Ich meine, oje, was ist passiert? Ja? Habe gesagt, boah, das Kind hat die Tropfen bekommen. Es hat einige Minuten gedauert und dann hat sie gesagt, eigentlich will ich ein Fläschchen haben. Ja? Sie haben es gesehen, das Kind ist ein bisschen älter, ja? Fläschchen, ohne Flasche gehen ins Bett, hat sich aufgeführt, okay, machen wir der Flasche, kriegst du eine Flasche. So, in mein Zimmer will ich nicht schlafen, will bei Mama und Papa schlafen. Polster genommen, ins Schlafzimmer der Eltern. Okay, Kind hat dazwischen geschlafen, dann es hat so eine Woche gedauert, wo sie richtig in die Regression gekommen ist und wirklich Baby gespielt hat. Sie wollte einen Nuller haben, sie wollte das Flascherl haben, bei den Eltern schlafen. Und die Eltern haben sich intuitiv haben das halt mitgemacht. Ja. Nach einer Woche, Nuller weg, Flascherl brauche ich nicht mehr, Polster genommen, in ihr Zimmer gegangen und ist eine junge Dame da gewesen. Und ich habe sie leider vorher nicht fotografiert, ich habe sie jetzt nur nachher fotografiert, wo sie sie sehen, dann hat sie mir angeschaut, na Doktor, was willst du? So eine selbstbewusste Dame geworden, ja. Und das hat sie so psychisch derartig verändert in der Zeit. Und mir wurde klar, die hat jetzt durch diese Lichtquantentropfen einen Prozess durchgemacht, wo sie in die Regression gekommen ist, wo sie noch einmal diese Geborgenheit und Liebe der Eltern spüren wollte, noch saugen, nuckeln, also all das, was sie vielleicht ein bisschen zu wenig bekommen hat, hat das durchgemacht, Eltern haben nicht blockiert und damit konnte sie es bewältigen und es ist fertig. Damit will ich sagen, es ist nicht immer so, dass man es nimmt und plötzlich ist gleich heitere Wonne, sondern man muss auch bereit sein, Dinge zu verändern. Es kann dir helfen, in deinem Prozess etwas klarer zu sehen, dass etwas hochkommt und das hier kommt. Und Sie haben eine wunderbare Heilpraktikerin hier, die Ihnen dann hilft, in dem Prozess weiterzukommen, weil sie hat all diese Prozesse auch selbst gemacht und die Entwicklungen gemacht, sie weiß, was sie tut und was sie empfiehlt. Und hier, da war sie noch kleiner, wie sie gekommen ist in die Praxis und jetzt habe ich sie nochmal fotografiert. Sie studiert schon in Wien, hat einen Freund und es ist schon wieder einige Jahre vergangen zu den Bildern, jetzt ist sie schon verheiratet, ja? Und hat selbst auch ein Kind. Also kommen jetzt gemeinsam noch einmal in die Praxis. Ja? Also das ist auch der Bruder von ihr, also alle kommen, wie die Mutter gekommen ist, kommen auch jetzt selbstständig her, weil sie wissen eigentlich, ich will von der Ursache therapiert werden. Das sind so schöne Dinge, die hier geschehen. Integration, ja, das sind die Blauen. Die blaue Frequenz ist auch ganz gut, wenn man die mal erlebt, wie die wirkt. Ja? Die blaue Integration hilft zu integrieren, zu verarbeiten. Ich gebe das gerne Kinder, die in der Schule oft überfordert sind, nach Hause kommen, durcheinander sind,
Oder Kinder, die jetzt von der Volksschule in die Hauptschule oder ins Gymnasium kommen und plötzlich so viele Lehrer haben, so viele Fächer haben, das muss man verarbeiten. Dann gebe ich Integration. Das hilft, diese Frequenz hilft, etwas zu verarbeiten, zu integrieren. Ob das auf der psychischen Ebene ist, auf der körperlichen Ebene ist es die Allergie. Wenn man hier das gibt, kann der Körper momentan mehr verarbeiten, was er sonst nicht verarbeiten kann. Das ist sehr interessant. Verträgt wer Zucker nicht zum Beispiel? Oder hat ein bisschen Reaktionen auf Zucker? Oder andere? Dann können Sie das nehmen, wenn Sie zum Beispiel, ich gebe es meinen Patienten, die jetzt in der Zeit für 12 Wochen eine Diät essen, wo wir die Milch desensibilisieren, ja, oder richtige Hauptnahrungsmittel werden desensibilisiert. Das braucht nicht 3 Jahre, sondern das geht in 12 Wochen. Und wenn die jetzt aber ausgehen und irgendwo essen und wissen nicht, ist da Milch drinnen oder etwas, dann gebe ich ihnen diese Integration mit und dann nach dem Essen bitte sofort nehmen, damit der Körper sich nicht aufschaukelt mit inneren allergischen Reaktionen. Denn wenn man eine Weglassdiät macht, reagiert der Körper auf die Allergene noch sensibler und dann kann man wieder vorne beginnen. Und wenn man das nimmt, geht es weiter und der Körper kann das schön verkraften. Das ist Integration. Also wenn wir Allergie hätte, dann könnte das vorzeigen, wie das schön stabil wirkt. Aber ich kann es auch anders vorzeigen, dass der Körper es integriert und dadurch eine größere Koordinationsfähigkeit bekommt. Für viele Sportler wichtig oder beruflich, die hier Geschicklichkeit brauchen. Wer will das gern spüren? Sie werden das erfahren, Sie werden geschickter werden. Ja? So, bitteschön. So, grüß Gott. Ja. So, Sie sind eine sportliche Dame. Ja, merke ich gleich. Ja. Auch einen schönen Händedruck, ja. Also eine Dame, die zugreifen kann, ja, eine Frau. Okay. Ich gebe Ihnen eine komplizierte Aufgabe auf, wo der Körper, wenn er nicht geübt ist oder Artist ist, ein bisschen Probleme hat damit. Ja. Ich teste auch wieder mit dem Armtest, wie weit Sie stabil bleiben können. Wir testen es vorher, halten. Okay. Jetzt stellen Sie sich einmal auf ein Bein, ja, das Kreisen des Bein, Armkreisen, Beinkreisen, können Sie abwinkeln und kreisen, ja, Beinkreisen und Kopfkreisen und festhalten und halten. Aber es ist das schönste stabil, muss ich sagen. Ja? Okay, aber da geht es natürlich bergab. Ja? Okay. Aber Kompliment, die meisten können nicht mal stehen. Also, habe ich noch nicht erlebt. Ist super. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt Integration, die blauen, und lassen Sie sich einmal spüren, was sich da verändert. Ja? Lassen Sie mal wirken. Ja? Das heißt, hier wird im Körper alles integriert. Das heißt, alles, was getrennt war, wird zusammengefügt, sodass das Gehirn wieder besser koordinieren kann. Und das kann man auch erleben. Und vielleicht können Sie auch spüren, dass sich was verändert. Man fühlt sich ganz körperlich, man fühlt sich wieder zusammen, irgendwie ganz ein angenehmeres Gefühl. Ganz und kraftvoller. Okay, das ist es. Ja. So, ich teste einmal, halten. Stellen Sie sich auf ein Bein, ja, kreisen Sie das Bein, ja, Kopf kreisen, rechter Arm kreisen und halten. Achten Sie einmal. Absolut koordiniert. Kopfkreisen, Kopfkreisen. Jawohl. Und halten, ja? Und halten. Danke. So, spüren Sie mal nach, wie das war jetzt. Sie merken, da ist nichts schwach geworden. Ja? Das heißt, da ist noch so viel Kapazität über, dass die Muskulatur nicht dekompensiert, dass das Koordinationssystem nicht überfordert ist, dass alle Energie absorbiert wird in die Handlung. Es bleibt noch Raum. Wie fühlt sich das an jetzt? Okay, danke. Wiedersehen. Das wäre so Integration auch. Ja. Wir wissen, wenn wir diese 4 Farben haben, ja, wie kommen diese 4 Farben zustande? Man verwendet, in ein bisschen Herstellung, wir verwenden diese 4 Lichtquanten, die entstehen, und den Zellaktivator, den Feldaktivator haben Sie auch genossen, der reinigt das Energiefeld. Und hier diese 4 Lichtquanten,
die verschiedene Funktionen haben, und das der Zellaktivator, der eben auch für äußerliche Dinge zuständig ist und prima Energie bringt. Das ist so die Lichtquellalm, wo ich wohne, das ist das Gästehaus, und das können Sie ein bisschen näher anschauen unter lichtquellalm.at, können Sie einen Film anschauen und ein bisschen Überblick bekommen. Also da können Sie im Winter auch das mieten und ein bisschen Skiurlaub machen oder wandern. Am besten ist von der Hütte wegwandern mit Schneeschuhen und Schneemann bauen. Wir haben also derzeit noch 2,5 Meter Schneewände bei uns. Die Hütte sieht man bis daher noch mehr. Wir haben immer wieder hohe Sonneneinstrahlung auf 1000 Meter Seehöhe und hier wird praktisch die Sonnenenergie verwendet, um Lichtquantenheilmitteln herzustellen. Wir verwenden also Sonnenenergie dazu. Ja. Das wird dann mit einem patentierten Verfahren über Linsensysteme, Prismensysteme, wird die Sonne verstärkt aufgebracht und auf Trägersubstanzen praktisch gespeichert. Und die Trägersubstanzen sind junges Quellwasser, sind Salze, Mineralien, die speichern sehr gut, Eisen, ja, und bestimmte andere Kohlenhydrate auch. Ja. Das heißt, Wasser wird verwendet, und zwar, wir haben eigenes Quellwasser, das keine elektrische Pumpe hat, also wir bringen es nicht mit einer elektrischen Pumpe hervor, es fließt aus der Quelle, aus dem Berg so raus. Und das wird verwendet, und da wissen wir, das ist wirklich heilendes Wasser. Ja. Das ist kristalline Struktur, bis 60 Grad, das ist so unser Biotop, das wird vom Trinkwasser gespeist, man kann hier schwimmen drinnen. Also viele Quellen, die wir zur Verfügung haben und die auch nicht verschmutzt werden. Das Wasser hat Kristallstrukturen und Clusterstrukturen und bestimmte Formen, wie Ihr Motto ja gezeigt hat. Und das kann man sehr schön mit diesen Fotografien sehen. Ich fotografiere das anders, nämlich hier mit einer Spezialfotografie, wo wir die Energiestruktur des Wassers messen. Leitungswasser ist sehr destrukturiert. Und dieses Wasser ist hochstrukturiert. Dann sehen wir mit Popmusik bespielt, also jede Funktion verändert sich in uns, das Körperwasser und die Funktionen. Deswegen eine harmonische Musik bringt eine ganz andere Harmonie in unseren Energiekörper. Hier im Vergleich zu Leitungswasser das Quellwasser. Wir sehen, ich sage das Herzenergie drinnen. Dann verwenden wir das Salz, und zwar nicht ein Himalaya-Salz, das kann ich nicht kontrollieren, wo das herkommt, Pakistan, weiß ich nicht, ob gesprengt oder nicht gesprengt. Wir haben ein Bergwerk, gleich der Nachbarberg in Altersee, hier beziehe ich dieses Salz, das wird händisch abgebaut, da kenne ich die Leute drinnen, besuche ich auch immer wieder, hier ist der Bergstollen, der reingeht, bekommen wir praktisch nicht gesprengtes Salz, und das wird verwendet. Darauf wird dann Sonnenenergie gespeichert, in Quellwasser gelöst, also in zwei Heilmitteln, Salz und in Quellwasser. Und das ist natürlich enorm. Und dieses Salz ist ja nicht so rosig alleine, sondern hat viele Farben, daher die meisten Mineralstoffe, die wir haben in unserem Bergwerk in Österreich. Also ist höchste Qualität, wir brauchen also keine Importe in dem Sinn. Dass Salze heilend sind, wissen wir, die ganzen physiologischen Lösungen im Körper, klar. Die Speicherung, ja, ich kann jetzt in der kurzen Zeit nicht eingehen, wie das jetzt genau funktioniert. Wir verwenden also verschiedene Systeme, wie Lichtenergie gespeichert werden kann. Und die kohärente Domäne ist so die wichtigste Speicherart, wo wir in die Kohärenz gehen, was ich gezeigt habe. Das speichert sich in diesem Wasser, in diesen Salzen drinnen. Und dann können wir, wenn man es ins Blauglas gibt, bleibt das erhalten. Und damit kann man Licht praktisch sehr schön Langzeit speichern. Das verändert die molekularen Strukturen und damit können wir sehr schöne Heilmittel, gut funktionierende Heilmittel herstellen. Ich möchte Sie da nicht jetzt quälen mit bestimmten Dingen. Wir wissen, wir können hier es anregen, nämlich mit der Kernmagnetresonanz. Ja? Das heißt, der Kern schwingt, ja, der Atomkern schwingt, die Elektronen kreisen und kreisen um sich, und bei der Zyklotronenresonanz kommt es hier durch die Sonnenanregung zu hohen Rotationen. Und wir wissen, der Mechanik gelernt hat, immer eine Bewegung mit Abstand, ja, entsteht ein Moment, eine Kraft. Und die Elektronen haben eine Kraft, die kreisen um sich, die kreisen um den Kern, und der Kern hat ebenfalls eine Rotation. Das ist der Kernspin und der Elektronenspin. Und
der wird angeregt und damit schaffen wir in diesem Mineralstoff eine hohe Energie, die speicherbar ist. Wenn Sie dann näher wissen wollen, ich habe hier so Grundlagen geschrieben, die physikalischen Grundlagen der Lichtquantenmedizin in dem Buch, da können Sie es nachlesen. Ich habe hier komplizierte Verfahren sehr einfach dargestellt, das ist auch Laien, die sich ein bisschen an Chemie und an Physik erinnern, kann man das nachvollziehen, wie das gespeichert wird und funktioniert mit sehr vielen schönen Bildern drinnen. Ein Vergleich vielleicht, wenn Sie wissen wollen, wie der Zellaktivator, wenn man den fotografiert, die Energiestruktur anschaut, sieht man hier normale Leitungswasser und achten Sie, je strukturierter, je geordneter etwas ist, umso höher ist die Energieform. Das ist der, hier der Zellaktivator, geordnet, strukturiert, bis ins kleinste Detail, was hier in der Strukturordnung ist. Die freie Energie, die Licht, die Elektronenenergie, die Kohärenz kann man nicht so sehen, das ist aber hier über diese Form ausdrückbar. Das heißt, wir können also das wunderschön speichern und damit hier Heilmitteln vielen Menschen zugänglich machen. Und warum es vier verschiedene Heilmittel gibt, ganz einfach. Ich verwende hier erstens auf der Lichtquellalm, ich mache die Aktivierung selbst, hier auf 1000 Meter Seehöhe, zwischen in Juni bis September. Und die Sonne wird verwendet, die aufgehende Sonne hat eine andere Frequenz als die Mittagssonne, als die abgehende Sonne. Wenn Sie das einmal schauen, das ist die aufgehende Sonne. Was macht das für ein Gefühl, wenn Sie das? So eine Morgensonne, wenn Sie das mal aufstehen und sich so gehen lassen, werden Sie merken, hat eine ganz eine andere Frequenz als zum Beispiel die Mittagssonne. Wenn die so sehr kraftvoll herunterkommt. Und die Abendsonne hat wieder eine andere Frequenz. Und diese Frequenzen, wissen wir, durch den Einfallswinkel wird da was abgefiltert, können wir unter der Hilfenahme bestimmter Filtersysteme, Prismen, können wir ganz bestimmte Frequenzen einfangen sozusagen, und speichern. Und das sind die vier spezifischen Lichtquanten. Die haben ganz bestimmte Spektren, wo man sieht, aha, hat jedes Aspekt ist hier drinnen. Ich habe Ihnen in der Täschchen eine Broschüre gegeben, da steht das drinnen, wie das wirkt, und auch eine Tabelle gegeben, wo Sie relativ rasch finden. Wenn Sie sagen, Kopfschmerzen oder Migräne, dann brauchen Sie nur unter M schauen, Migräne, und Sie sehen, die Migräne steht unter der Farbe, und das ist sozusagen die richtige Mittel. Mit der Zeit bekommen Sie dann ein Gefühl dafür. Zum Abschluss haben wir noch eines, das Rote haben wir noch nicht getestet, das machen wir noch zum Abschluss. 2 Minuten geht bei Ihnen noch. Wer will das gern spüren? Diese Roten, das Rote ist Stabilität und Sicherheit. Das ist so einer der Basisfrequenzen, einmal auf den Boden zu kommen, Erdung zu haben. Ich zeige das fast bei jedem Seminar und Vortrag vor. Manche werden das ja kennen und wissen. Denn das ist so angenehm, wieder geerdet zu sein. Wer nicht geerdet ist, ist überladen. Wir wissen in der Elektrizität, also in der ganzen Elektronik, alle Geräte, unser Haus ist geerdet. Wenn die Erdung nicht ist, kann keine Schäden auftreten. Wir bekommen aber durch unsere tägliche Aufladung, nämlich durch Computer, enorme Ladungen auf uns zu, durch emotionale Ladungen und irgendwann wird es zu viel. Wir haben isolierte Schuhsohlen, isolierte Böden und dann können bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren richtig. Migräne entsteht, Unruhe, Schlafstörungen, bis hin zu organischen Störungen. Die Erdung zu erfahren, wieder dazustehen, stabil und sicher und dann zentriert, ist sehr angenehm. Da ist auch die Grundlage energetisch, wieder am Boden zu kommen und zentriert zu sein. Menschen, die viel um die Ohren haben, mehrfach belastet sind, den reißt es hin und her, er kommt leicht aus der Mitte. Und da kann man sich mit dem helfen, zu stabilisieren und lernen, wie das funktioniert, dass man es jetzt nicht mehr braucht. Wer will das gern spüren? Bitte schön. Grüß Gott. Sind Sie auch mehrfach belastet? Ja, manchmal etwas im Patienten. Okay, gut. Ich zeige es einmal über den Körper vor, sodass Sie spüren können und dass Sie es auch miterleben können. Ja? Das heißt, um Stabilität zu haben, ist es wichtig, die Muskeln werden gesteuert über ein Feld. Und wenn wir im Stress sind oder wie jetzt, haben wir geistige Tätigkeit gemacht, Sie haben den Vortrag verfolgt, ist die Energie meistens da oben, da wo wir denken. Ja? Und dann fehlt die Energie unten.
bei Ihnen so und so ist mehr Energie da oben als unten. Die Knöcheln, da gibt es fast keine Energie mehr da drinnen. Ja? Und es geht so richtig zusammen wie so Fäden. Ja? Ab dem Knie ist abgesperrt bei Ihnen. Ja? Ist sichtbar vom Energiefeld. Ja? Also das heißt, wenn man das Energiefeld sieht, kann man solche Problematiken gleich diagnostizieren. Ist für jeden Therapeuten gut, wenn man das macht, das zu lernen, die Frequenz zu verändern, das Energiefeld zu sehen. Aber Sie können es auch spüren, ohne dass Sie es sehen, ich schubse Sie jetzt an und Sie versuchen stabil zu stehen. Ja, ja, kräftige Frau. Ja. Nimmt viel, viel Energie, aber es ist so, nicht so einfach. Pop, ja. Große Kraftaufwand und Sie werden trotzdem weggeschubst. Geht viel einfacher. Wenn Sie mehr Wurzeln haben, brauchen Sie nicht mehr arbeiten, dann geschieht es von selbst. Muss ich es erleben? Können Sie mit den Stabilitäten sicher das erleben? Ich gebe Ihnen 4, 1, 2, 3, 4. Salzig, ja. Man kann es auch in Wasser nehmen, wenn es zu intensiv ist, aber wir wollen es jetzt gleich hardcore. Lassen Sie mich spüren. Die meisten, manche spüren plötzlich, dass es kribbeln, weil es kann das nicht heilen, was da unten ist, weil dort keine Energie ist. Und mit der Frequenz wird die Energie jetzt kommen und so wie ein Baum, so kann dann plötzlich so Wurzeln entstehen. Und wir wissen, wenn ein Baum Wurzeln bekommt, ist er stabil. Und Sie werden es merken, wenn Sie wieder Wurzeln haben, wird der Körper zu schwingen beginnen. Es wird von selbst kommen. Ja? Warum? Weil in dem Moment, wo der Körper, das Gehirn spürt, sie hat wieder Verbindung, kann man da oben entspannen und plötzlich kann er loslassen. Also stehen wir so verkrampft da und es gibt die Spannungen da oben. Wir gehen schon so. Spüren Sie es? Was nehmen Sie jetzt wahr? Genau. Entspannung ist auch da. Stabilität, da kann sie loslassen in dem Bereich. Ja. Ganz leichte Schwingungen sind da. Ja. Genau. Jetzt achten wir, was jetzt ist. Ich schub sie jetzt an wieder. Merken Sie, dass ich aber nicht anstrengen werde. Sie kämpft es nicht mehr. Ja. Sie steht einfach da, ist in der Mitte und sagt, na, was will er dann da? Ne? Merken Sie auch die Elastizität. Ja? Merken Sie? Sie sind elastisch wie ein Baum. In der chinesischen Philosophie sagt, nur ein starrer Baum bricht. Ein elastischer hält Belastungen aus. Und was Sie jetzt haben, merken Sie, wie elastisch Sie sind. Haben Sie noch mehr Vertrauen dazu, merken Sie? Ja? Sie brauchen sich nicht mehr anstrengen, sind aber absolut stabil. Ja? Da kann ich anstoßen, was ich will. Ja? Entschuldigung. Aber auch jetzt dieses Gefühl zu bekommen, achten Sie mal, wie sich das anfühlt, wenn man wieder so gewurzelt ist. Ja, ich wäre viel stärker oder kräftiger innerlich heraus. Ja. Achten Sie, das können Sie auch als Eindruck wahrnehmen. Ja? Ich zeige es bei mir, wenn ich jetzt vortrage, bin ich geerdet. Ja? Das verändert viel auch von Ihrer Qualität, wie Sie zuhören, wie Sie mich empfinden. Jetzt mache ich es umgekehrt, jetzt werde ich mich zurückziehen und die Erdung weggeben, ja, die Wurzeln. Jetzt gehe ich nach oben und jetzt trage ich zum Beispiel vor, die Firma die Lichtquantenmedizin, einfach ganz spannende Dinge, die hier sind und Sie werden lernen, wie Licht einfach heilen kann. Das ist also, wenn ich hier vom Kopf her rede, ja, ist es eine andere Energie, als wenn ich jetzt hier stehe, so sind Sie mir jetzt gewohnt, ja, merken Sie, was ich gemacht habe, ich habe mich geerdet. Merken Sie, ich bin elastisch, ich strenge mich nicht an, ich kann noch stundenlang sehen, stehen, ich kann die ganze Nacht durchreden, ich werde nicht ermüden, weil ich in einem kohärenten Zustand bin. In der Kohärenz verbrauche ich kaum eine Energie. Ja? Und das ist das, wo man durchhält, und das können Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt die roten Stabilität und Sicherheit nehmen, eine Erfahrung machen. Das heißt, das, was Sie jetzt gespürt haben, so bequem und stabil zu stehen, ohne Anstrengung, Sie werden es dann merken, wenn das nachlässt und Sie kommen wieder raus, haben Sie aber schon eine Lernerfahrung gemacht, Sie wissen den Unterschied. Wie war das damals? Boah, irgendwie ist es ganz anders. Dann nimmt man es wieder und passt auf, was geschieht denn da? Ah, das ist passiert. Und mit der Zeit, sage ich so, wie ein, am Anfang braucht man einen Bergführer auf die Hütte, einmal, zweimal, zehnmal und irgendwann sage ich, danke, jetzt kann ich selber. Und um das geht's. Und das ist auch Inhalt des Seminars, wo Sie es
lernen, das sekundenschnell zu machen. Ja? Viel Freude dabei. Dankeschön. Ja, das wäre so die, ja, schon, wenn ich auf die Uhr schaue, ist es schon 8 vorbei. Sie sind relativ gut in der Energie, muss ich sagen. Sie haben mir wirklich sehr viel Aufmerksamkeitsenergie geschenkt. Danke recht schön. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein bisschen einen Einblick geben in dieses interessante Thema Heilen mit der Kraft des Sonnenlichtes. Und wie man es anwenden kann, wie Sie bewusst werden können. Und schauen Sie ins Kursprogramm, da können Sie auch hier die Sachen selbst lernen und selbst erfahren. Und das ist das, was wichtig ist. Danke recht schön. Danke. Danke für die Einladung. Thank you.